Ja, wir haben eine ziemlich gut ausgebaute Kolonie. Wir haben unseren Generator auf Maximum. Wir haben nur Häuser. Wir sind eigentlich für das, was wir brauchen, gut aufgestellt. Wir haben eigentlich, naja, wir kommen zu ein paar Schwächen, die vielleicht da sind. Wir haben drei Kohleminen, wir haben volle Wirtschaft, wir haben ausreichend Stahlwerke. Holz ist ein bisschen knapp, dazu kommen wir noch. Und im Moment auch einigermaßen ausreichend über die fliegenden Jäger Nahrung. Das vielleicht mal allgemein gesagt, wir haben draußen mit den Entdeckern alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Da gibt es nichts mehr Neues. Wir haben hier zwei Rohstoffressourcen, einmal Nahrung und einmal Holz, die ja automatisch schon wie alle 24 Stunden oder so kommen. Das nächste Mal kommt hier 150 Holz in 9 Stunden, ihr seht es. So, dann ganz wichtig ist, ich habe einen speziellen Ansatz verfolgt, nämlich, dass wir nicht in eine autoritäre Diktatur abgleiten wollten, dass wir das ohne radikale Maßnahmen hier alles erreichen wollten. Und das ist bisher erstaunlich gut gelungen. Also wir sind den Weg des Zwecks zwar gegangen, aber ganz wichtig, wir sind nicht weiter als bis zum Gefängnis und bis zur Wachstation gegangen. Alles andere darunter, also Gewalt oder Propagandazentrum und sowas alles, haben wir nicht genutzt. Brauchen wir bisher auch nicht. Das ist so ganz zentral. Und außerdem haben wir sehr konsequent eigentlich alle, die zu uns kommen wollen, aufgenommen und untergebracht. Und das betrifft jetzt auch die aktuelle Flüchtlingswelle. Das ist quasi jetzt die zentrale Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Denn es kommen wahnsinnig viele neue Leute, die wir erstens unterbringen müssen, zweitens ernähren müssen und drittens müssen wir das Ganze natürlich auch noch beheizen. Bisher sind wir mit dem Kern, mit dem Generator sehr gut klargekommen. Wir haben auch die gesamte Forschung da, nutzen aktuell auch nur Dampfstufe 3 für alle vier Ringe. Wir sind aber jetzt, haben angefangen und haben hier so ein Dampfzentrum erstmals gebaut. Das habe ich bisher vermieden. Aber das ist jetzt nötig, weil wir außerhalb der vier Ringe jetzt aufbauen müssen. Vor allem geht es jetzt darum, Häuser zu bauen. Denn, und das ist jetzt, es gibt drei Flüchtlingsgruppen. Eine haben wir schon untergebracht. Zwei weitere werden kommen. Die nächste kommt in 21 Stunden und 50 Minuten. Und es sind 42 Erwachsene und 28 Kinder. Für die müssen wir jetzt Wohnraum schaffen. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich dachte beim letzten Mal, dass wir hier noch 30 freie Betten haben. Aber ich glaube, die Anzeige ist komisch. 20 im Pflegeheim und ich glaube, die 30 sind das Gefängnis. Insofern haben wir nur ein freies Bett. Hier sieht man ja auch alle Häuser, die wir haben, und da ist nirgendwo was frei. Das heißt, wir müssen jetzt, so schnell es geht, 7 Häuser bauen und, habe ich auch gezählt, zwei Kinderheime, wenn wir die Kinder auch wieder im Kinderheim unterbringen wollen, tagsüber. Das allerdings ist dann erstmal die zweite Aufgabe. Ich denke, Häuser ist die erste Aufgabe. Ja, soweit erstmal dazu. Wir haben einen Mangel. Mangel ist Holz. Aber ja, so richtig Mangel ist das auch nicht. Hier wird, glaube ich, das Sägewerk. Ja, es sind nur noch 21 Holz, die hier eingesammelt werden. Dann werden wir es, glaube ich, nochmal hier an die Kante verrücken. Wir haben nicht die Technologie erforscht, hier ins Eis zu bohren, wegen des Holzes. Das müssen wir vielleicht noch. Vielleicht geht es aber auch so. Das wird sich zeigen. Wir bekommen eigentlich ziemlich viel Holz. 374 am Tag. Das müsste eigentlich reichen für das, was wir da vorhaben. Aber ansonsten müssen wir in diese Technologie vielleicht auch noch investieren. Mal gucken. Ja, das ist es. Nahrung haben wir erstmal ganz gut im Lager, kann aber auch knapp werden. Also seht, wir haben ein leichtes Minus im Moment. Wir können aber noch auf Suppe umstellen, dann hätten wir ein deutliches Plus. Es gibt aber auch eine tolle Technologie noch, die dazu führt, dass die fliegenden Jäger nicht 30, sondern 45 bringen. Die sollten wir vielleicht als übernächstes angehen. Am neuen Dampfkern gibt es auch noch Holz. Ja, da ist ja auch schon ein Sägewerk. Das ist noch im vollen Gange.
Das wird schon bearbeitet. Okay. Also, wir müssen A, Wohnraum schaffen, das ist erste Priorität. Dann gucken Nahrung vielleicht. Gucken, ob diese Suppenküche da reicht. Hier diese Kochbude. Da könnte man eine Sache erstmal machen. Und zwar vielleicht die Schicht verlängern. Das sorgt zwar für zu Unzufriedenheit, betrifft aber am Ende nur 5 Leute. Also ich glaube, das könnte man mal machen. Dann produzieren die da mehr. Gucken wir uns auch noch mal kurz an. Dann können die nämlich 560 produzieren. Ansonsten wären die, glaube ich, ihr seht es, ansonsten waren die im Limit. Ich glaube, so lassen wir das erstmal. Kann sein, dass wir auch noch Krankenstuben bauen müssen. Und das alles muss natürlich aber dann zusätzlich beheizt werden durch Dampfzentren. Wir werden erstmal nur diesen einen haben. Der kostet natürlich auch Kohle. Ach so, Kohle ist ja noch ein entscheidender Punkt. Im Moment, wir haben sehr viel auf Lager. Im Moment haben wir ein schönes Plus. Allerdings wird das Dampfzentrum was wegnehmen. Und vermutlich 2 Dampfzentren, da werden wir ins Minus kommen. Das heißt, wir müssen entweder über Technologie noch die Effizienzen steigern oder über Technologie neue Kohlequellen anzapfen. Also irgendwie in die Tiefe bohren oder so. Das haben wir bisher noch gar nicht. Okay, das war jetzt eine relativ lange Vorrede. Jetzt gucke ich mal. Ob ich was vergessen habe oder ihr könnt gerne noch Ergänzungen machen, was ihr noch so in Erinnerung habt oder was ihr wichtig findet, aber wie gesagt, nicht spoilern, bitte. Einfach nur ausgehend von dem, was ihr gesehen und erlebt habt. Chat schweigt, das ist auch in Ordnung. Das Schöne ist, wir haben so viele Arbeiter, also wir haben so viele Leute, dass wir gar nicht alle beschäftigen können, dass wir jederzeit bauen können. Das ist eine gute Sache. Vielleicht noch ein Sägewerk mehr. Ja, also ich will eigentlich das Sägewerk hier, wenn das durch ist, nach hinten, also neues Bauen nach hinten. Ich wüsste nicht, wo ich noch ein Sägewerk. Also es sind halt nur so Restbäume noch. Das arbeitet ja hier schon. Also wir haben eigentlich keinen. Na gut, hier könnte man noch eins machen für die dort. Das wäre noch möglich, ja. Ja, das könnte man noch machen, ja. Story Recap finde ich persönlich jetzt super schwer, das jetzt noch zusammenzubringen. Habe ich mich jetzt auch nicht speziell darauf vorbereitet. Es ist die Standard-Hauptkampagne. Ist für die, die das Spiel jetzt noch gar nicht kennengelernt haben, sehr schwer, das jetzt irgendwie zusammenzufassen. Am Ende gab es irgendwie eine Umweltkatastrophe. Man ist weiter in den Norden geflüchtet. Warum eigentlich in den Norden? Habe ich entweder wir vergessen oder es wurde noch nicht erzählt. Und da sind wir auch ein paar andere Städte gestoßen, die schlimmeres Schicksal erlebt haben als wir. Ja, im Kern ist das. Es gab 2 verschiedene Siedlungen, die unterschiedliche Konzepte da gefahren sind. Beide sind irgendwo gescheitert. Ich frage es jetzt, was mit uns passiert. Weil dort ein Kern ist. Ach, deswegen. Ach so. Okay. Stimmt. Die Londoner, es gab noch so eine Art, nee, 60 Leute waren das, glaube ich, nicht, Max. Ich glaube, es waren am Ende 30 oder 40 Leute. Genau, es gab noch so eine Fraktion, die sich gebildet hat, die unzufrieden war, obwohl eigentlich wir das top gemacht haben. Ihr seht, Unzufriedenheit ist auf Null. Die sind dann irgendwann losgezogen. Wir haben sie nicht zurückgehalten, auch nicht mit Gewalt. Irgendwie ein kleines Grüppchen. Ich glaube, es waren nicht 60, das waren irgendwie 30 oder so. Ich will es aber nicht beschwören. Okay, das Erste, was wir jetzt machen, wir bauen jetzt hier um diesen Dampfkern. Wir werden keine Zeit verlieren. Ach nee, wir müssen erstmal gucken, wie weit Wärme der ausstrahlt. Vorher ist es schwer zu bauen. Wir lassen mal weiterlaufen jetzt alles. Okay. Wichtig ist, Temperatur wird sinken in 1,5 Tagen. Jetzt ist alles sehr, sehr komfortabel. So, der Dampfkern arbeitet im Übrigen jetzt. Und wir sehen, er breitet sich aus. Okay. Interessant ist, dass man hier Einstellungen machen kann. Ach so, je nach Arbeitszeit. Okay, alles klar. Warte mal, der müsste doch die ganze Zeit dampfen, oder? Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie das Terrain ist. Hier will ich noch 2 Waisenhäuser machen, deswegen werde ich jetzt erstmal die Standardhäuser
hier platzieren. Eins. Zwei. Drei. Mal gucken, was wir uns hier leisten können. Holzmäßig. Da ist eine doofe Lücke. Mehr geht holzmäßig offenbar nicht. Okay, alles klar. Da müssen wir noch Wege bauen. Auch das wird vermutlich ein bisschen knapp werden mit dem Holz. Schließen wir das mal so an. Und das so. Wobei, so eine Querverbindung ist auch schon ganz gut. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. So, dann kann das erstmal gebaut werden. Und dann warten wir auf die nächste Holzlieferung, die in 8 Stunden kommt. Ja, das heißt schon um 4 Uhr früh, dann können wir weiterbauen. Hervorragend. Was ist das? Achso, wir kriegen 100 Nahrung. Alles klar. Auch gut. Die Frage ist, ob wir jetzt schon auf Suppe umstellen. Man könnte es aus Sicherheitsgründen tun. Bin mir nicht ganz sicher. Wir haben schon sehr, sehr viel Rohnahrung. Ich denke, wir lassen das erstmal noch mal ein bisschen... Unsere Lagerkapazitäten reichen möglicherweise gar nicht. Okay. Gut. Können wir uns erstmal zurücklehnen und bauen lassen. Da sind nur Häuser, kann der doch nur nachts arbeiten? Naja, ich weiß gar nicht. Das Sägewerk ist hier, das Wirtshaus ist hier, das wird aber auch nur abends betrieben. So, die Häuser sind jetzt durch. Also das Problem ist auch das Wirtshaus gewesen. 8 bis 18 oder 6 bis 20 Uhr. Das ist ja gar nicht nachts. Das, man kann gar nicht sagen, nur nachts. Das ist nur... Okay, das ist nur, wenn falls da nur Betriebsstätten sind, wenn ich das richtig sehe. So, wir kriegen gleich Holz, dann können wir weiterbauen. Und zwar jetzt. Okay. 161 Holz. Wie viele Häuser habe ich jetzt gebaut? Toll, ne? Habe ich mir jetzt gut gemerkt. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir brauchen noch 7. Der ist noch mit im Kern, das ist gut. Also wir brauchen nicht noch 7, sondern noch 3. Jetzt noch 2. Die Suchtrupps, ich habe es vorhin gesagt, die Suchtrupps, wir haben alles auf der Karte erledigt. Es gibt nichts mehr zu suchen. Hatte ich ja gezeigt auf der Karte. So, und jetzt noch einen. Den werde ich mal hier unten hinbauen, weil da die Kinderheime kommen. Und wir brauchen noch Wege. Machen wir das mal so runter. Wahrscheinlich ist es mit den Wegen nicht sonderlich effizient hier. Wahrscheinlich wäre es auch gut, wenn wir einen so einen Mittelweg hätten. Ich mache den mal. Okay. Wir haben aber jetzt noch 76 Holz. Warte mal. Dann werde ich jetzt Folgendes machen. Dann werden wir schon mal prophylaktisch das nächste Holzfällerding hier starten. Das wird nämlich bald ausgereizt sein. Das nächste Sägewerk, so heißt es. Ja. Machen wir es mal so. Das können wir ja jederzeit auch wieder abbauen. Und dann können wir dann auch noch eins hier machen. Um noch das Verbleibende mit, ja, mitzunehmen. Sehr gut. So, aber auch da, halt, da sind wir schon am Forschen. Auch da brauchen wir noch Wege. Kann aber schon mal losgebaut werden. Na. Okay. Gut. Oh, ich habe
die Zeit vergessen laufen zu lassen. Es ist gleich 5 Uhr, damit beginnt gleich auch der Tag. Genau, die Suchtrupps, wir haben ja keine Arbeitsprobleme, auf geht's. Ich frage mich schon, was wir heute alles, was für ein wunderbarer Morgen, jetzt kann der Tag kommen. Die Leute sind so glücklich mit uns. Wir haben die Sache auch hier ganz gut im Griff, würde ich behaupten. Aber in 11 Stunden kommen die Neuankömmlinge. Und noch stehen nicht alle Häuser. Wir könnten auch noch Lager für Stahl gebrauchen. Jetzt beginnt die Arbeit. Come, lads. We must work harder. Rohnahrungsmittel sind jetzt auch eingetroffen. Sehr gut. Okay. Das ist gebaut. Das heißt, wir könnten hier schon maximieren. Ah, hier gibt es Probleme. Heizkörper an. Das ist auch schon gebaut. Können wir auch schon mal maximieren. Auch hier den Heizkörper an. Und wir können auch den Vorarbeiter, glaube ich, hier mal schon mal starten, um eine höhere Effizienz zu erreichen. Okay. So, wir haben jetzt... Oh, warte mal. Wir können dann... Ich pausiere gleich nochmal. Wir können nämlich jetzt auch noch die Kinderheime bauen. Und dann haben wir eigentlich alles soweit vorbereitet. Die würde ich so bauen und so bauen. Passt ganz gut, finde ich. Ziehen wir hier die Straße mit rüber. Okay, die sind hier durch. Außer Betrieb, weil kein Holz mehr. Das heißt, das können wir jetzt abreißen. Demontieren gibt es auch noch ein bisschen Holz. Das brauchen wir dann nicht mehr. Ja. Und wir sehen schon, wann die nächste Flüchtlingsgruppe kommt. Das sind dann nochmal 60 Leute. 60 Leute, oder? Ja, 60. Hab richtig gerechnet. Ein Tag und 3 Stunden. Okay, das heißt, wir müssen dann sofort weiterbauen. Ha. Naja, Überfluss ist so eine Sache. Also das Problem wird dann auch Kohle werden. Aber wir müssen jetzt bei der Forschung genau gucken. Wir schauen uns kurz das nochmal an. Wir sehen... Oh, im Moment läuft das noch gut. 2,7, 2,6,6. Okay. Im Moment haben wir sogar noch Überschuss. Prima. Aber wir werden für die ein zweites Dampfzentrum bauen müssen, weil wir dann hier nebenan nochmal so ein Wohngebiet haben müssen. Okay, wir haben die Dampfzentren Effizienz erforscht. Das heißt, die verbrennen 33% weniger Kohle. Macht sich das schon deutlich? Vielleicht. Dann müssen wir jetzt über Technologie sprechen. Also, was möglich wäre, ist Generatoreffizienz. Bringt 10% weniger Kohleverbrauch des Generators. Das ist schon viel. Das sind so 250, 300 Kohle. Aber ich tendiere tatsächlich dazu, hier die Ausrüstung für fliegende Jäger zu machen, weil die erhöht die Rohnahrung von 30 auf 45. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn denn das ist das große Thema bei den vielen Leuten, die jetzt kommen. Mit dem Holz kommen wir, glaube ich, zurecht. Heizkörpereffizienz, ja, ist natürlich auch noch ein Thema. Das stimmt. Das könnte man auch noch vorher machen. Aber ich würde sagen, unsere Kohlevorräte sind noch solider als unsere Nahrungsvorräte, wenn wir jetzt nochmal 60 neue Leute haben. Oder insgesamt sind es ja 130 neue Leute. Das ist schon viel. Insofern gehe ich auf Ausrüstung für fliegende Jäger als nächstes. Und das müsste... Ich weiß gar nicht, ob wir es heute noch hinbekommen. Nee, das wird dann am nächsten Tag gemacht werden. Okay. So. Holz kommt dann. Das haben wir alles gebaut. Prima. Ja, ich würde sagen, dann ist jetzt der Moment schon gekommen, wo der nächste Generator und das nächste Viertel quasi gebaut werden muss. Ja.
Ist die Frage, ob man erstmal abwartet. Achso, das Thema Krankenstand. Hier sind irgendwie 30 Kranke dabei. Das könnte auch noch problematisch werden. Bald mehr Lager für die Rohnahrung. Das könnte auch noch ein Thema sein, ja. Wir können noch unsere Lagerkapazität ein bisschen ausbauen. Da haben wir noch Holz, das will ich jetzt nicht unbedingt überbauen. Okay, wir gucken mal. Lager. Wo war das nochmal? Rohstoffdepot. 40 Holz. Das ist natürlich eine ganze Menge. In einem Tag kommen die. Ah, ich würde sagen, wir müssen erstmal die Häuser. Das hat Priorität. Dann die Lagerkapazitäten. So, ich meinte, hier passt ja auch noch ein bisschen was hin. Ne? Wir gucken erstmal, wir versuchen das erstmal so effizient wie möglich hier hin zu pressen. Häuser. Das ist ja auch alles noch in Reichweite. Das ist ja der Hammer. Hier nicht mehr. Also ich hatte gesagt, 6 Häuser brauchen wir noch. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Mehr Holz haben wir erstmal nicht. Wow. Okay, baut mal. Nee, wir haben nur 3 Kranke. Insofern sind zwar alle aktiv. Die haben wir auch alle an. Die heizen wir sogar alle. Ach nee, die Heizungen sind ja... Doch. Ja, sind alle aktiv. Wir machen hier nicht so Micromanagement. Also die Kranken können erstmal kommen. Aber es könnte sein, dass unsere Krankenhäuser erstmal ein bisschen überfordert. Wird sich zeigen. Gut, dass wir jederzeit arbeiten können. Oh, also die zweite Welle kommt. Eine weitere große Gruppe von Flüchtlingen ist angekommen. Sie sind in einem schlechteren Zustand als die vorherige Gruppe. Viele von ihnen haben Frostbeulen und alle reden über einen schrecklichen Sturm, der von Süden kommt. Nansen führte uns nach Norden, da er die Arktis jahrelang erforscht und gelernt hat, hier mit natürlichen Rohstoffen zu überleben. Aber niemand konnte ahnen, was auf uns zukommt. Sollen wir sie hereinlassen? Hiskia, ist das jetzt eine Info, die du... Es sind 33 Kranke, davon 3 unbehandelt? Bei uns? Nee. Ich glaube, das kommt jetzt erst durch diese, oder? Hä? Ach so. 3 und... Ach so, scheiße. Oh mein Gott, dann habe ich die Statistik missinterpretiert. Ja, richtig. Die 3 sind die Schwerkranken, oder? Okay, das ist natürlich jetzt ein Problem. Weil jetzt kommen noch mehr Kranke. Ja, 3 und... Okay, wow. Gut. Also, 70 Personen. 25 davon krank. 25 schwer krank. Ach du Scheiße. Okay, das ist ein Problem. Das habe ich jetzt tatsächlich falsch antizipiert. Jetzt fehlt es uns an Krankenstationen, die wir eigentlich sofort bauen müssten. Aber wir haben kein Holz. Wir müssen jetzt die Nacht über so klarkommen. Ja, und ich brauche ein Krankenhaus für die Schwerverletzten. Ne? Stimmt. So, wir ziehen das aber erstmal durch. Jeder ist willkommen. Pflegeheime habe ich, ja. So, oh mein Gott. Ja, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, ja. Shit, kann man den Bau auch kurz mal anhalten oder so? Ja, kann man. Weil dann haben ja die... Dann müssen wir jetzt dringend irgendwie Krankenstationen bauen. Ah... So, warte mal. Forschung? Erforscht haben wir das, glaube ich, schon, oder? Was können wir in dem Bereich machen? Gesundheit. Sanitätsstation, Pflegeheim. Nee, haben wir nicht erforscht. Da
Tatsächlich, Krankenhaus muss erforscht werden. Okay. Da sind wir sogar noch zwei entfernt. So, okay, was machen wir mit der Situation? Wir brauchen dringend, richtig dringend Sanitätsstationen. Und zwar richtig fett viele. Ist die Frage, baut man jetzt so viele, wie wir Kranke haben? Wie viel passen in einer rein? 10. Ja, 10. Okay. Das heißt, wir müssten mindestens 5 Krankenstationen bauen. Ne, ein Gesetz gibt es da, glaube ich, nicht mehr. Ich guck mal, was ist da. Ja, gibt es noch ein Gesetz. Ja, ja, da können wir nochmal reingucken. Irgendein Krankengesetz gibt es da noch. Das stimmt. Und zwar Triage. Wir werden unsere gesamte Anstrengung der Heilung jenen widmen können, die sich schnell erholen können, und opfern dabei jene, die schwerer krank sind. Damit können wir sofort die Hälfte der Patienten heilen. Ein Viertel stirbt. Ja, das ist gegen meine Philosophie, aber nee, am Ende geht es ja darum. Sterben, also die moralische Entscheidung wäre jetzt, oder die vielleicht auch die utilitaristische Entscheidung wäre zu sagen, sterben jetzt mehr, wenn wir jetzt in der Zeit, in der wir jetzt nicht ausreichend Krankenstationen haben, weil sie gar nicht gepflegt werden, oder sterben mehr durch diese Triage? Naja, ich brauche 5 Stationen erstmal. Wenn wir Triage machen, brauche ich nicht 5 Stationen. Was haben wir hier noch? Organfriedhof? Das haben wir schon. Ach so, ja, nee. Ja, das ist das Einzige, was tatsächlich hier noch offen ist. Triage. Hiske sagt, durch die Triage sterben mehr. Viertel sofort ist natürlich schon hart, ne? Nein, ich habe nicht 53 Kranke. Glaube ich nicht. Also, wenn ich vorher 30 hatte und es sind über 50 dazugekommen sind, ich verstehe das so, das sind die, die jetzt keine Behandlung haben, oder? Nee, 53 krank? Hä? Wie ist das jetzt zu interpretieren, Leute? Wo finde ich darüber eine vernünftige Statistik? 30 in Behandlung. 53 sind krank. Nee. Warte mal, stopp mal, Leute. Ich glaube, vorhin lagt ihr falsch. Wir haben nicht 83 Kranke. Oder? Sagt die Zahl das an, was ohne Behandlung ist? Okay, alles klar. Ganz sicher ja. Gut, also haben wir 83 Kranke. Das heißt, wir brauchen 5 Stationen. Dann ziehen wir es jetzt durch. Dann bauen wir jetzt 5 Stationen dahin, wo es warm ist. Die sind auch relativ klar. Wir hatten hier oben irgendwie immer noch mal eine Lücke, aber da passt das leider nicht rein. So, ist das hier noch im Bereich? Nein. Hier unten sind wir... das ist gut. Schaut mal, hier sind wir noch im Bereich des Generators. Da gehen wir von mir aus auch... Obwohl, da gehen wir über das Holz rüber, ne? Ist auch ein bisschen doof. Ah, wir müssen aber jetzt schnell eine Lösung finden. Halt, warte mal. War der drin im Bereich? Habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir nochmal weg. Nee, der war nicht im Bereich. 1, 2. Das war's erstmal. Mehr können wir mit unserem Holz nicht bauen. Ach, ärgerlich. Aber warte mal, wenn ich die Hütten abreiße, dann kriege ich erstmal noch wieder das Holz zurück, ne? Ja. Dann machen wir das mal so.
Das hat jetzt Priorität. Eine platzieren wir jetzt hier noch aufs Holz. Okay. Ja, da brauchen wir jetzt noch Holz zum Anschließen. Das ist ein bisschen doof. Reißen wir das auch nochmal ab. Na dann, baut mal schnell. Holzvorarbeiter könnte man aktivieren, ja, aber es wird jetzt eh nicht produziert, weil wir... Ach doch, noch wird ein bisschen produziert, stimmt. Können wir noch die letzten halbe Stunde noch ausnutzen. Wobei, das habe ich hier eigentlich schon, ne? Da habe ich Vorarbeiter, hier noch nicht. Machen wir nochmal, dass wir noch bis zum Dienstschluss... Ich kann natürlich auch die Schicht verlängern. Oh, wartet mal, ich kann für heute mal ausnahmsweise auf 20 Uhr Schicht gehen. Dann kriegen wir auch nochmal ordentlich Holz rein. Das ist ganz gut, glaube ich. So. Ja, steigt doch. Wird schon gut gebaut. Die Holz... Ja, die Holzarbeiter arbeiten noch weiter. Wir sind bei 54. Das Sägewerk, das ist das hier, ne? Das habe ich schon. Oh, da kommt noch ein bisschen was. So, hier. Erste Krankenstation ist da. Maximieren. Die ersten Leute können rein. Direkt daneben. Hier ist daneben noch... Hä? Ach so, ja, stimmt, du hast recht. Da habe ich aber Gott sei Dank schon Vorarbeiter, alles klar. Aber da könnte ich auch noch bis 20 Uhr sagen, ne? Ja, jetzt lohnt sich's kaum noch. Lassen wir mal. Aber gut. Habe ich nicht gesehen, ja, stimmt. So. Heizung an. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 33. Heizung an, Leute rein. Leute rein, Heizung an. Arbeitskräfte haben wir Gott sei Dank genug. Okay, alles klar. So, dann nehmen wir mal die Schichtverlängerung. Obwohl, vielleicht lassen wir die mal drin. Holz ist, glaube ich, jetzt die knappste Ressource. Okay, zwei... Also ich glaube, wir haben keinen verloren. Ist doch in Ordnung. Dann haben wir jetzt noch 92 Holz und wir können die Zeit nutzen, um dann jetzt die Häuser zu bauen. Sechs Häuser brauchen wir. Eins steht schon. Wir machen weiter damit. Eins. Also drei. Vier. Mehr geht jetzt erstmal nicht. Hier können wir die Pausierung rausnehmen. Gut. Kohle ist langsam ein Problem, oder was ist das hier? Ja, ja, nee. Wir verlieren ein bisschen, aber das ist ganz gut. Drei hungrig, das sind, glaube ich, nur so Übergangsprobleme. Vier. Im Moment keinen Toten, ne? Null in Palliativpflege. Ist auch gut. Aber der Hunger kommt. Aber es sind, ist, glaube ich, das sind diese Neuankömmlinge, die dann irgendwie nicht im Zeitrhythmus Essen bekommen haben oder so. Da gibt es immer in der Übergangszeit irgendwie so Probleme, habe ich das Gefühl. So, was ist das hier? In 11 Stunden das. In 4 Stunden kriegen wir nochmal Holz. Oh ja, sehr gut. Und dann kommen die 60. Das heißt, in 4 Stunden... können wir weitermachen. Und wir müssen, glaube ich, dann zumindest für die neuen Kinderheime einen Generator bauen. Okay.
Hier haben wir das erstmal. Ein Haus brauchen wir noch. Ne, zwei Häuser brauchen wir noch, ne? Ich glaube. Also ich habe gar keinen Toten, glaube ich. Der Friedhof ist, glaube ich, noch komplett unbestückt. Begrabener Einwohner 0. Mal sehen, ob wir das halten. So, jetzt haben wir wieder Holz. Das heißt, wir können weitermachen. Haus. Hier. Und jetzt sind wir, wie es aussieht, komplett raus aus dem Umkreis. Außer wir gehen da hinten ins Holz rein, ne? Wie weit ist denn der Holzumkreis? Sieht man das? Ach ne, ist eine Sanitstation. Okay, also da hinten, ab da könnte man noch was bauen. So, hier. Ja, vielleicht kriegen wir sogar noch zwei hin. Ah, ne. Wir brauchen auch nur noch eins, ne? Ja gut, dann ist mit den Kindern das Thema. Ich ziehe das mal so weit wie möglich raus. Okay, da brauchen wir noch eine Straße. Das Sägewerk abreißen? Nee, das bringt uns ja Holz. Das Sägewerk will ich nicht abreißen. Das bringt uns doch 1000 Holz ein. Das ist die einzige Art, wie wir hier Holz bekommen. Das geht ja gar nicht. Ach so, das andere Sägewerk. Das bringt uns auch noch 750 Holz. Nee, das möchte ich auch nicht abreißen. Haben die eigentlich, überschneiden die sich? Ein bisschen, aber insofern ist es ein bisschen weniger, aber wir brauchen das Holz. Soll nicht abgerissen werden. Die Kranken werden weniger, ja. Ja, jetzt ist die Frage, ob man jetzt so Micromanagement anfängt und dann hier wie die Heizung anfängt auszustellen und sowas. Ja, ist so eine Sache, ne? Ah, die sind blöderweise auch hier idiotisch verteilt, ne? Nicht da mal einer. Hier ist mal ein Kind. Oh, verdammt, die Temperatur sinkt jetzt. Okay, jetzt wird's ernst. Und vor allem... So, wir gucken uns jetzt mal das an. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Stufe hochschalten. Oder? Das sieht ja eigentlich noch gut aus, ne? Müssen wir wirklich eine Stufe hochschalten? Eigentlich nicht, ne? Wir können hier noch ein bisschen die Heizung anmachen, um es noch kuscheliger zu machen. Ansonsten muss hier nicht hochgeschaltet werden. Wir machen hier ein paar Heizungen an. Einige Wohnhäuser waren noch kalt. Das Sägewerk, ja, ist klar. Nö. Oha. Okay, da hinten wird sie nochmal sinken in zwei Tagen. Krass. Gut, aber das kriegen wir erstmal hin. Wir haben aber jetzt tatsächlich so ein bisschen Kohleprobleme. Ah, warte mal, wir können aber hier auch noch Vorarbeiter motivieren. Das müssen wir tatsächlich jetzt immer machen. Bei unseren Kohlebergwerken. Wo haben wir das andere? Da. Jetzt haben wir wieder ein fettes Plus. Ja gut, da diese Motivierung nur Nahrung kostet, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Ne? Aber wir werden noch einen Generator brauchen, glaube ich, um die Kinderheime zu bauen. Und möglicherweise noch eine neue Küche. Ja, Motivierung reicht, wir brauchen eine Schicht verlängern. So, das heißt, Unterkünfte haben wir jetzt erstmal alles. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt nochmal. Warte mal.
nochmal ein Dampfzentrum, ne? Ach, das kann man auf dem Weg bauen, ist ja auch cool. So ist es, glaube ich, am effizientesten. Ja. Ja, es ist natürlich, es ist halt einfach nur für die Pflegeheime, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch irgendwelche weiteren Probleme geben wird. Also, ich glaube, ohne das zweite Kleine werden wir nicht hier durchkommen. Machen wir das. Der Automaton in die Mine schicken, das bringt nichts, weil der am Ende, der produziert zwar 24 Stunden, aber er produziert weniger. Und durch die Basiseffizienz 60%, unterm Strich produziert er genauso viel wie die Arbeiter. Es lohnt also nicht. Und da wir genug Arbeiter haben, brauchen wir keinen Automaton. Das bringt leider gar nichts. So, Kinderheime müssen noch gebaut werden. Ich gehe mal davon aus, dass er dann da Teilwärme abbekommt. Ich hoffe mal. Wenn nicht, wäre jetzt doof. Zwei müssten reichen. Okay, gut. Dann sind wir jetzt eigentlich vorbereitet. Auch auf Krankenstand. Na gut, das könnte auch nochmal ein Thema werden. Aber wir werden dann sukzessive, wenn die da sind, wieder die Krankenzelte schließen, um nicht zu viel Energie zu vergeuden. Die Mine muss nicht beheizt werden, das stimmt ja. So, wir haben die Jägerausrüstung erforscht, das ist gut. Was bedeutet das für unsere Nahrungsbilanz? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Okay, was forschen wir jetzt? Das ist die große Frage. Ist Krankenhaus scheint mir jetzt doch nicht nötig zu sein, ehrlich gesagt. wir kommen doch irgendwie ganz gut klar, oder? Eher ist Kohle so ein bisschen das Problem. So, dass wir vielleicht bei der Heizkörpereffizienz nochmal weitermachen. Minus 1 Kohle pro Heizkörper. Ist das viel? Ja, Lager bauen ist auch noch ein Thema, ja. Wärmedämmung bei den Häusern. Das wird auch noch ein Thema werden, ja, da habt ihr recht. Aber da haben wir vielleicht noch... Das ist wichtig, ja. Kohletechnik haben wir schon. Wir können hier noch 10% mehr Effizienz rausholen. Das ist auch noch was, ja. Stimmt. Das ist auch noch was. Ich verstehe das nicht ganz. Heizkörper verbrennen weniger Kohle. Ein Kohle pro Heizkörper. Wenn wir uns jetzt mal die Wärmebilanz angucken, dann, okay, wir haben ein paar Heizkörper, aber wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29. Das sind vielleicht 30, 35 Heizkörper. Sagen wir mal 40 Heizkörper. Ach, pro Stunde. Ist das pro Stunde? Ernsthaft? Oh mein Gott. Okay, dann ist das ja extrem viel. Okay, wow. Nee, dann machen wir Heizkörpereffizienz. So, und ja, wir werden auch noch ein Lager bauen. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Haben wir Ressourcen. Rohstoffdepot. Passt da hinten leider nicht mehr hin. Die Reihe können wir nicht fortsetzen. Dann machen wir das mal hier in zweiter Reihe. Ist doch auch ganz nett. Ja, das ist noch ein bisschen Holz. Kein Problem. Aber eins reicht, glaube ich. Weiter geht's. So, die sind erst in 4 Stunden da. Das heißt, wir brauchen das im Moment noch nicht. Kann man das ausschalten? Ja, hier. Sparen wir noch ein bisschen Kohle. Außer da kommen jetzt schon irgendwelche anderen Kinder rein. Aber dann schalten wir das auch noch aus, ne? Das können wir aber nicht ausschalten. Naja, ich hoffe, da kommen jetzt keine rein. Ist jetzt nicht
Eigentlich sind die ja in den anderen. Die Schichten zurücknehmen. Ja, guter Hinweis. Das ist auch nicht nötig. Wir sind nämlich jetzt ganz solide dabei. Hier hatten wir das, glaube ich, nicht gemacht. Holzmangel ist erstmal passé. Es baut sich ganz gut auf. Okay, die dritte Welle. Die dritte Gruppe von Flüchtlingen ist hier. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Sie sind von der Reise und der Pflege der schwerkranken Verletzten unter ihnen völlig erschöpft. Ihr Anführer Nansen ist nicht bei ihnen. Wir haben so viele wie möglich evakuiert, aber viele, auch Nansen, blieben bei denen, die zu krank für die Reise waren. Der Allmächtige sei uns gnädig. Der große Frost kommt. Sollen wir sie hereinlassen? Die Häuser sind gebaut. Jeder ist willkommen. 50 schwer krank. Okay, das könnte jetzt wieder unsere Krankenstation überlasten. Aber wir gucken mal. Jeder ist willkommen. So. Die weiße Kälte, ja. So, warte mal. Jetzt müssten sich aber jetzt hier noch verteilen, ne? Das heißt, also eigentlich haben wir 80 Betten. Die sind jetzt noch nicht da drin, glaube ich. Das heißt, wir brauchen noch 20. Wenn ich das richtig einschätze. Die können wir schnell bauen. Ja, ich habe 50 Schwerkranke, ja klar. Mit denen kommen wir aber klar, denke ich mal. Wir hatten vorher auch 25 und die sind ja alle gut behandelt worden. Und das Ding müssen wir jetzt mal langsam anschalten. Ups, etwas zieht herauf. Sir, jetzt können wir selbst sehen, bevor die Flüchtlinge geflohen sind, der große Frost kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtung berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in der Signalstation aufzubauen. Okay. Wir haben neue Ziele. Uiuiui. Der Sturm und die Stadtbereitschaft. Das ist der Anfang vom Ende. Der Sturm kommt und wenn er die Stadt erreicht, gibt es nichts mehr zu tun, als ihn abzuwarten. Der Sturm zieht auf die Stadt zu, zerstört und tötet alles, was ihm im Weg steht. Einschließlich aller Außenpostengruppen und Späher, die noch im Frostland sind. Es bringt extreme Kälte mit sich, was einige Einrichtungen unbrauchbar machen wird. Die Stadt muss gut vorbereitet sein, um diese Naturkatastrophe zu überleben. Wenn die Technologie Signalfeuer stereoskopische Linsen erforscht wurde, wird die Zeit bis zum Ende des Sturms im Fenster angezeigt. Okay. Krass. Schau mal am Horizont. Aha. Oh mein Gott. Krass. Ja, aber es scheint sich zu lohnen, hier noch mal ein bisschen weiter zu erkunden, solange der Sturm noch nicht ganz nah da ist. Ich würde sagen, die tapferen Männer schicken wir hier nochmal los. Ich weiß nicht, ob erst dorthin das noch kürzer ist. Ja, ne? Wir schicken sie mal beide zum Absturzort und von dort dann weiter. Oder die Truppe vielleicht dahin. 7 Stunden nimmt sich nicht viel, ne? Gut. Muss man diese Truppen dann auch zurückziehen? Vermutlich, ne? Ja, was heißt Prinzipien über Bord werfen? So, jetzt nochmal zu dem Thema Kranke. Natürlich können wir Schwerkranke behandeln. Das haben wir doch immer gemacht. Ja, jetzt noch nicht.
Nein. Die sind im Pflegeheim. Okay. Warte mal, wo haben wir das Pflegeheim? Freie Betten. Achso, 0 in Pflegeheimen. 20 von 20. Ah ja, okay, alles klar. So war's. Alle schwerkranke Appetiten halten Palliativbehandlung. Mhm. Aber wir haben nur einen schwerkrank, wie hier steht, oder? Ne, null schwer. Wo sind denn die anderen? Wir haben doch nicht... Es sind doch nicht nur 20. Das finde ich ein bisschen komisch. Was ist das hier? Achso, wir müssen sagen, was wir hier haben wollen. Rohnahrung. Ich hatte nie Schwerkranke bisher. Prothesen bauen? Weiß ich nicht. Also das war... Wir gucken uns mal die Gesetze an. Wie behandeln wir denn? Wir haben radikale Behandlung. Das heißt, seht ihr Leute? Seht ihr? Vertraut doch mal dem Captain. Die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen behandelt. Natürlich. 30% werden zwar zu Amputierten, egal, die kommen in die Pflegeheime. Aber klar werden die Schwerkranken in den Sanitätsstationen behandelt. Und auch sie werden auch hervorragend behandelt, weil wir natürlich unsere Kinderarmee in den Sanitätsstationen benutzen. Genau, und mit beiden Flüchtlingsgruppen kamen gerade schon Schwerkranke. Also irgendwie müssen wir damit klargekommen sein. So Leute, also erzählt mir nichts. Klar gehen Schwerkranke in den Sanitätsstationen. Ich muss schauen, ob ich jetzt Amputierte habe. Ja, das sind vermutlich jetzt die Leute in den Pflegeheimen, oder was? Also sonst kann ich es mir nicht erklären, ne? Wo haben wir noch das Pflegeheim? Sind das jetzt... Sieht man jetzt hier Amputierte? In Behandlung. In Behandlung klingt ja jetzt nicht, als wären die amputiert, oder? So, warte mal. Wir haben Heizkörpereffizienz erforscht. Okay, das sollte uns jetzt richtig viel bringen in Bezug auf Kohle. Ja, perfekt. Okay, es sind keine Amputierten da. Er ist doch alles easy. Das heißt, in den verstehe ich das richtig? Solange keine Plätze in den für Schwerkranke in den Sanitätsstationen übrig sind, sind die im Pflegeheim. Und dann kommen sie in die Sanitätsstation und werden geheilt. Ist doch bestens. genau, Jubitos. Die werden erst untergebracht, bis die Betten frei sind, ja. Okay, also, Kohle ist erstmal super. Das funktioniert. So. Jetzt finde ich das natürlich attraktiv, diese Forschung, von der die Rede war. Was war denn das für eine Forschung? Wo finden wir? Ach hier, Signalstation, stereoskopische Linsen. 16 Stunden. Ist natürlich cool zu wissen, wie lange das dauert. Ansonsten würde ich sagen, wichtig ist die Häuserwärmedämmung. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen wichtiger. Häuser werden wärmer. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, in einem Tag kommt das, ne? Das ist wahrscheinlich der Sturm. Die Temperatur wird deutlich sinken, minus 2 Stufen. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir machen lieber die Häuserwärmedämmung, oder? Ja, ist die Frage. Holzmangel später. Das ist ein guter Punkt. Ja, wir brauchen diese Holzforschung irgendwie. Aber wenn jetzt keine Flüchtlinge mehr kommen, bauen wir auch jetzt nichts großartig mehr. Also ich meine, außer es kommt noch wer weiß was Dolles. Aber im Sturm werden ja wohl keine Flüchtlinge jetzt hier überleben. Insofern gehe ich gar nicht davon aus, dass wir hier noch großartig... Nee. Wir machen die Häuserwärmedämmung erstmal. Erstmal das absichern. Okay, ihr sagt, das ist noch nicht der Sturm. Auf jeden Fall wird es sehr, 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 sehr kalt. Und davor müssen wir uns schützen. Für die Forschung brauchen wir noch Holz. Das stimmt, ja. Ja, ist das ein Punkt? Ja, möglicherweise müssen wir diese Wandholzforschung noch haben, ja.
So, wir warten jetzt auf den Fertigbau der... Ah, das ist aber cool. Die Pflegeheime sind wie so ein Backup für die Krankenstation. Das finde ich ja echt gut. Gefällt mir. Okay. Jetzt haben wir noch 4, aber das sollte sich jetzt hoffentlich relativ schnell relativieren. 100 in Behandlung. Wahnsinn. Oh! Den ersten amputierten. Naja gut, bei so vielen kein Wunder. Aber sag mal, Prothesen brauchen wir doch eigentlich nicht, weil das ist doch nur, wenn man die Arbeitskräfte braucht, oder? 4 amputierte, okay. 5. Die ersten sind da. Das wird jetzt interessant. Wer ist da? Die Truppe ist da. Dann gehen wir zur tiefen Senke. 12 Stunden bis zur Ankunft. Ja, wir bauen keine Prothesen. Also Arbeiter haben wir ja nur genug. Ja, die nächsten sind auch da. Die gehen zur Eisspalte. 11 Stunden bis Ankunft. Ich verstehe das mit dem Sturm so, dass die Bürger da nicht mehr aus den Häusern können und man dementsprechend vorgewirtschaftet haben muss. Puh, tja, keine Ahnung. Ich meinte, wenn dem so wäre... Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Das ist jetzt auch so eine Spoiler-Frage, ne? Aber wir lernen erstmal über Amputierte. Menschen können durch ernste Erfrierungen, Arbeitsunfälle, andere Unfälle oder nach einer schweren Erkrankung und der Rettung durch Radikalbehandlung zu Amputierten werden. Die Amputierten können nicht arbeiten, aber sie müssen trotzdem untergebracht und verpflegt werden. Später im Spiel kannst du Aufwertungen forschen, die dir helfen, Lösungen für dieses Problem zu finden. Ah ja, okay. Tja. Okay, also das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Spielen wir das mal durch. Wenn die nicht mehr los können, brauchen wir natürlich Essensvorräte und Kohle. Das ist eigentlich alles, ne? War doch angesagt, dass man nicht mehr raus kann. Ja, warte mal, das kann sich ja auch auf quasi den Außenbereich beziehen. Ob gemeint ist, dass man hier in dieser, sag ich mal, relativ geschützten Kuhle nicht mehr raus kann, ist ja noch was anderes. Kohle vielleicht nicht, da die eine Heizung haben. Ja, und wie wird die Heizung betrieben? Mit Kohle. Na gut, hängt sehr, sehr stark davon ab, wie lange das braucht, ne? Ja, ja. Leute, bitte spoilert jetzt nicht das, was im Sturm passieren wird. Also, das ist jetzt ein bisschen unschön. Ist jetzt sehr, 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 sehr wichtig. Lass es doch einfach sein. Klar, die Linse müssen wir erforschen. Der Punkt ist halt, warte mal kurz, die Treibhäuser. Okay, warte mal. Es gibt jetzt grundsätzlich ein Thema. Also, ich weiß nicht, ob ich mich da spoilern lassen will. Es gibt, sagen wir, also es gibt ein normales, schlechtes Szenario und ein Worst-Case-Szenario. Oder ein Bad-Case und ein Worst-Case-Szenario. Das Bad-Case-Szenario ist, dass wir hier in dem Bereich alles weiter betreiben können wie bisher. Nur draußen können wir nichts mehr machen. Das heißt, auch diese Trupps mit ihren Ressourcen kriegen wir nicht. Das Worst-Case-Szenario ist,
dass die Leute gar nicht mehr aus ihren Häusern rausgehen. Aber dann stellt sich die Frage, wie kriegen sie eigentlich Essen aus dem Speisehaus? Da müssen sie ja schon noch irgendwie hingehen, ne? Genau, und die Jagdtrupps, richtig, die gehen auch nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen essen. Also wenn es das Bad-Case-Szenario ist, müssen wir Essen über tatsächlich über diese Treibhäuser organisieren. Okay. Gut. Also rein von der Logik her kann ich mir nicht vorstellen, also rein von der Logik her geht das Worst-Case-Szenario meines Erachtens gar nicht, weil die müssen sich ja Essen aus dem Speisehaus holen. Da wird es hergestellt. Insofern wird dann dementsprechend auch noch Kohle gefördert. Das heißt, Kohle ist gar kein Problem, sondern nur das Essen wird ein Problem. Und dann sollten wir vermutlich unsere nächste Forschung darauf konzentrieren. Auf die Treibhäuser, die ich bisher immer nicht machen wollte. Na toll, großartig. Stereoskopische Linsen erforschen, dann wird es besser interpretierbar. Tja, aber dann können wir kein Treibhaus erforschen. Aber dann wissen wir wenigstens, wie der Zeithorizont ist, ne? Ja, es ist schon wichtig, dass wir wissen, wann was kommt für die gesamte Planung. Warum wollte ich nie Treibhäuser? Ja, weil sie nicht so geil und effizient sind wie die fliegenden Jäger. Weil sie Kerne verbrauchten und man nicht Forschung in der Frühphase in zwei Bereiche forschen will. Dadurch haben wir sehr effizient genau das erforscht, was wir brauchten. Wer kann ahnen, dass so ein Megasturm noch kommt? So, warte mal, wir sind jetzt erstmal. Also, wir haben jetzt erstmal nur die normalen Geschichten hier am Start, ne? Man könnte natürlich, die Unzufriedenheit ist echt gering. Man könnte eigentlich, weil es jetzt irgendwie alles heikel wird, mal auf Suppe umsteigen, um schon mal ein bisschen zu sparen. Das machen wir direkt mal. Warum geht der jetzt nicht hier rein? Warum hängt der hier rum? Wir haben keine zwei Küchen. Wir brauchten bisher keine zwei Küchen. Die Wissenschaftler länger arbeiten lassen, das ist so eine ganz gute Idee. Das können wir mal machen, ja. Das ist eine gute Idee. Das ist jetzt. Oh, und wir können denen auch Essensration geben. Wobei wir jetzt mit dem Essen natürlich ein bisschen aufpassen müssen. Naja. Kurzer Blick auf die Ökonomie. Hier sind wir noch fett im Plus. Holz 390 im Moment. Stahl 170 am Tag. Aber Stahl ist nicht das Thema. Da brauchen wir, glaube ich, auch kein Lager. Essensration sieht gut aus. Ach, hier sehen wir ja die Leute. Okay. Wir machen dann als nächstes diese Spektroskopielinse. So, jetzt wird spannend. Speer sind angekommen. An der Spalte. Wir haben die sterbenden Leute gefunden, von denen Nansens Flüchtlinge uns erzählt hatten. Sie haben in einer Eisspalte Schutz gesucht. Okay, es gibt doch noch Überlebende. Na gut.
Diese Leute sind völlig erschöpft. Obwohl sie Zuflucht in einer Eisspalte gesucht haben, haben viele von ihnen schwere Erfrierungen und sind unterkühlt. Wir können ihnen aber doch helfen, wenn wir schnell handeln und sie in unsere Stadt bringen. Sie können nicht alleine stehen. Manche von ihnen können kaum sprechen. Vulkanlager entdeckt. Ja, komm, wir bringen sie natürlich in unsere Stadt. Da brauchen wir nochmal zwei Häuser. Kinderheime müssten, glaube ich, noch gerade so reichen. Okay, wir haben ja hier Gott sei Dank noch im warmen Bereich ganz schön Platz. Tiefe Senke. Das Gelände fällt hier plötzlich zu einer tiefen Senke ab. Auf ihrem felsigen Boden liegen Verletzte und Leichen. Ein tiefer Fall. Die Leute müssen in dieses Loch gefallen sein, als sie vor dem Sturm geflohen sind. Mindestens die Hälfte von ihnen hat den Sturz nicht überlebt. Aber wir könnten die Verletzten retten, wenn wir sie auf unsere Schlitten binden und schnell in unsere Stadt bringen. Ja, natürlich. 11 und 7, nochmal zwei Häuser und ich fürchte, jetzt brauchen wir noch ein Kinderheim. Ah ja, okay, alles klar. So, wo bringen wir das noch effizient unter? Da sind wir außerhalb des Bereiches. Ja, machen wir es mal hier. Da geht's auch noch. Okay. Rohnahrung kommt. Die kommen in 7 Stunden. Ist auch kein Problem. Die ersten Häuser sind schon fertig. Gut. So, wir haben die Häuserwärmedämmung. Das ist deshalb wichtig, weil jetzt die Temperatur deutlich sinkt. Okay, dann machen wir jetzt mal diese Signalstation. Starten wir das Ganze. Dann wissen wir vielleicht mehr, was so kommt. Krankenstation. Ich hoffe, das nimmt noch ein bisschen ab, bis die dann da sind. Mehr Jäger bauen könnten wir natürlich auch noch, obwohl wir, ja, könnten wir natürlich uns dadurch noch Vorrat ganz gut organisieren. Was kostet einer? 40, 40. Na los. Machen wir nochmal 2 Jägertruppen. Ganz gute Idee. Hier ist alles gebaut. Die ersten kommen. Schichtende, außer für die Forscher. Okay. Ich würde sagen, wir schicken sie zurück und wollen die anderen Sachen noch. Lager, Vulkan, Schneehöhlen. Erstmal dahin. Auf geht's.
Eine zweite Küche und Lager für fertige Nahrung ist auch eine gute Idee, ja. Um, falls die Küche wirklich nicht arbeitet. Ja, man muss auf Nummer sicher gehen, ja. Stimmt, wir haben die Ressourcen, wir können bauen. Warum nicht? Vielleicht bauen wir sogar gleich mal zwei. Und produzieren dann richtig vor. Finde ich in Ordnung. Ja, ich muss hier irgendwie Sicht schaffen. So. So, 91. Ja, wenn die jetzt kommen, wird es mit dem Krankenzimmer ein bisschen knapp. Aber wir haben ja erstmal noch das Pflegeheim als Backup und 86 sind es jetzt auch noch. Kohleproduktion kann man natürlich wieder über Nahrung pushen. Ne? Ah, das läuft noch. Hier könnte man natürlich auch die dicken Schichten machen. Ja, ich würde sagen, wir machen das auch. Okay, prima. Die sind zurückgekehrt. Ja, jetzt haben wir ein bisschen... Ah, die gehen... nee, passt. Perfekt. Krankenstation funktioniert. So, ihr geht dann hier hin und meldet euch, wenn ihr da seid. Prima. Okay, dann bitte hier auch Suppe. Und beheizen das Ganze. Und ich glaube, hier können wir aber die Schichten... Ah ja, gut. Jetzt ist, glaube ich, kein Druck, ne? Wenn die hier alle arbeiten, produzieren wir hier verdammt viel, ne? Oh, die Hütte muss noch ausgestattet werden. Du brauchst mehr Pflegeheime, in allen passen nur 20 Amputierte. 10. Nö, da passen 20 rein, ne? Ja, wir haben jetzt aber 3 Schwerkranke zu viel. Mhm. Okay, warte mal, jetzt verstehe ich den Sinn von den Prothesen. Die kommen dann aus dem Pflegeheim wieder raus, ne? Und machen da Platz, oder? Das können wir in unserer Fabrik, glaube ich, machen, oder? Dann lass uns mal Prothesen herstellen. Mach mal zur Sicherheit hier mal so 30 Prothesen. Arbeiter haben wir, Stahl haben wir auch, ist überhaupt kein Problem. Schalten wir das Ding mal wieder an. Heizung ist auch an. Ist doch in Ordnung. Ja gut, mitarbeiten ist nicht das Thema, aber ich spare mir dann einmal eine Pflegestation. Das finde ich irgendwie dann doch ganz gut. Nee, ist nur die halbe Nahrung, Dr. Clean. So, was haben wir hier? Verzweifelter Vater, Ausreißerin. Sir, ein Mann möchte Sie sehen. Er sagt, seine Tochter sei weggelaufen, nachdem sich die Nachricht über den Sturm verbreitet hat. Er möchte sich einen Speerschlitten ausleihen, um sie zu suchen. Sie ist kein Kind mehr, aber sie war schon immer sehr impulsiv und schnell verängstigt, erklärt der Vater. Ich muss sie finden, bevor sie für immer verloren ist. Sie ist alles, was ich noch habe. Puh, 30 Essensrationen. Los, fahr. Such deine Tochter. So, noch ist aber keine Arbeitszeit, deswegen werden die Prothesen noch nicht gemacht. Aber wir haben das nächste Ereignis. Nee, die sind erstmal nur da angekommen. Okay, hier sind Hütten. Interessant, werden wir uns mal dahin bewegen.
Leute laufen da rum. Spannend. Hier haben wir das Lager. Ja, wir machen mal, also im Prinzip im Moment ist es noch nicht nötig. Wir machen mal einmal auf Essensration. Aber gut, die Küche ist auch noch nicht in Gang gebracht worden, weil es ja immer noch Nacht ist. Da sieht man übrigens optisch, wie der Sturm ranrückt. Oh ja, oder? Vom Gefühl her. Könnte sein, ja. Einen dritten Speer jetzt noch bauen? Nee, das machen wir nicht. Das überleben wir nicht. Wie sollen wir einem solchen monströsen Sturm etwas entgegensetzen? Den müssten wir auch erforschen, den dritten Speer. Jetzt wird es gleich kalt, Leute. Jetzt wird es so kalt, wie wir es, glaube ich, noch nie hatten. Mit minus 70 Grad. Okay. Was ist das denn da? Achso. Gott, da kann man ja jetzt gar nicht mehr arbeiten. Ja, die Frage ist, also hier ist es kühl. Im Kinderheim ist es kühl. Die Frage ist, ob wir die nächste Stufe zünden. Wobei, die wirkt ja nur in den Kinderheimen. Ja, ich finde, die Kinder, die können auch mal ein bisschen dickere Sachen anziehen oder so. Also jetzt nur für diese 3, 5 Kinderheime? Nee. Machen wir nicht. Wir lassen das so. Die toben, das hält warm. So, aber hier sagt er uns schon wieder Probleme mit der Kohle an. Warum ist hier nur eine Effizienz von 50%? Geht essen? Hä? Was ist mit denen los? Ach so, ist ja auch erst 7 Uhr. Okay, alles klar. 70. Okay, das müssen wir aber raushauen. Kinder können schon ein bisschen frieren. Hauptsache, das türkische Dampfbad bleibt geöffnet. So, wir haben... Okay, Signalstation stereoskopische Linsen erforscht. So, was bedeutet das jetzt? Erstmal noch nichts. Kommt vielleicht gleich ein Event? Ach so, auf die Signalstation müssen wir vielleicht... Funktionsfähig? Hier sehe ich erstmal noch nichts. Hm. Hat sich hier irgendwas verändert? Eine Prothese haben wir im Übrigen. Ich hoffe, die wird dann automatisch eingebaut. Noch mal sehen, er wird uns sicher erzählen, was los ist. So, jetzt ist die Frage... Ach so, ich muss was bauen. Nee. Das Fragezeichen ist schon immer da, das ist Tutorial. Ja. Es dauert einen Moment. Okay, alles klar. Aha. Auf den Sturm vorbereiten. Sir, die Wissenschaftler wollten ihren Augen nicht trauen, aber sie haben ihre Berechnungen doppelt und dreifach überprüft. Sie sagen, die stärksten Böen des Sturms werden die Temperatur auf einen Wert sinken lassen, den wir nie zuvor erlebt haben. Jagen wird unmöglich sein. Ah, haha, okay, alles klar. Die Pflanzen in den Treibhäusern werden erfrieren. Damit hat sich das Thema Treibhaus ja wohl auch erledigt.
alle außerhalb der Stadt werden umkommen, ebenso wie wir, wenn wir unsere Unterkünfte nicht ausreichend beheizen können. Wir müssen uns vorbereiten. Die Hoffnung sinkt. Okay. Okay. Auf den Sturm vorbereiten. Oh, die Schneehöhlen sind wichtig. Warte mal, wir sind leider da nicht hin, ne? Können wir das nochmal abbrechen? Ich würde gerne das ändern. Geht mal dahin. So, die Überlebenden haben gerettet. Sammle für jeden Einwohner Nahrungsmittel für mindestens eine Woche. Insgesamt 3510 Essensrationen. Ach du Scheiße. Okay. Puh. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, das heißt, wir müssen volle Socke Jäger noch ausbauen. Alles, was noch irgendwie arbeiten kann, muss jetzt Nahrung ranschaffen. Nee, Treibhäuser bringt jetzt nichts mehr. Die müssen wir erst erforschen und was weiß ich. Warum? Wir können doch. Ist doch egal, die Treibhäuser brauchen doch auch Leute. Wir haben die Jäger auf Top-Technologie. Es ist völlig unsinnig, jetzt in Treibhäuser zu investieren. Wir werden alles in Jäger investieren. Nee. Eine Rohnahrung, also zwei Rohnahrungen sind 5 Essensrationen. Was ist das für ein Faktor? Kann das mal einer ausrechnen? Was muss man da rechnen? 5 durch 2? 5 durch 2 sind 2,5. Okay. Ah ja, sehr schön. Mathe Ass am Start. 896 mal 2,5 sind 2240. 2240, das heißt, na gut, wir verbrauchen ja auch konstant was. Das muss ja ein Überschuss sein. Das muss ein Überschuss sein. Ja, Leute, macht euch lustig. Kennt ihr das nicht? Aus der Schule kenne ich das ganz oft. Man ist immer so irgendwie am Taschenrechner rechnen, weil man denkt, irgendwas ist ganz kompliziert, tippt das ein und hinterher merkt man, wie banal das war. So. Okay. Das Problem ist, wir verbrauchen 600 am Tag. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Nettogewinn von 400 im Moment. So, wie viel Arbeitsplätze hat so ein Jäger nochmal? 15. Und da dürfen auch nur Arbeiter arbeiten. 95. Boah, da können wir ja noch richtig gut was machen. 5 Jäger. Mindestens. Haben wir die Ressourcen dafür? Ja, gerade so. Was Holz betrifft. So, wo platzieren wir die? Wir können die auch dahinter platzieren, direkt an der Straße. 1, 2. Naja, wir brauchen, glaube ich, keine Unterkünfte mehr. 3, 4, 5. Okay. Ja, ja, Lager brauchen wir auch, das stimmt. Ach ja, ein Lager haben wir noch. Ich habe fast das Gefühl, wir brauchen erstmal Rohnahrungslager. Okay, was forschen wir? Wir gucken mal kurz. Also Generatoreffizienz. Kohle scheint dann möglicherweise... Naja, warte mal. Wir müssen mal testen. Was haben wir eigentlich für einen Verbrauch, wenn wir hier auf Maximum gehen? Kohle sieht im Moment gut aus. Was verbrauchen, wenn wir auf Dampfstufe 4 gehen? Haben wir immer noch ein Plus. Okay. Kohle ist also nicht so entscheidend.
Jetzt noch schnellere Speer machen ist auch nicht Sinn. So. Sammelstellen. Rohstoffdepotaufwertung. Rohstoffdepots können 50% mehr Rohstoffe lagern. Oh. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super. Das scheint mir jetzt eine sehr, sehr gute Sache zu sein. Das brauchen wir nicht. Jagdhütten. Sanistation wird dann vielleicht ein Thema werden, wenn wir nichts anderes, also in der Zeit, wo wir dann alles andere geklärt haben. Speisehaus, Wärmedämmung, das könnte noch relevant werden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt tatsächlich erstmal auf diese Rohstoffdepotaufwertung. Gerade wenn wir jetzt halt die ganzen Jäger haben, ist das, glaube ich, entscheidend. Wir haben getan, was wir konnten, um die Heizleistung des Generators zu steigern, aber das allein könnte unzureichend sein. All unsere Unterkünfte und Arbeitsplätze sollten so warm wie möglich sein. Die kommende Kälte kann innerhalb von Minuten töten. Ja. Die Frage ist, wann ruft man jetzt die Außenteams zurück, ne? Also kann man dieser Optik jetzt hier trauen? Dann hat man ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, wann das kommt. Ist jetzt schwierig, ne? Also das muss als erstes zurückgeholt werden, aber das ist das, die holen auch Nahrung. So, schau jetzt mal nach dem Kohleverbrauch. Wieso, was hat sich denn jetzt verändert? Hä? Ich habe doch gerade geguckt. Stahl ist aber auch keiner. Hast du doch gesehen. Stahl ist, holen wir nicht. Wir haben nur zwei Außenteams. War ja nicht farblich markiert. Achso, unter der Kamera seht ihr jetzt leider nicht. Außenposten. Rufe alle Speer- und Außenposten-Teams zurück. 0 von 4. Ah, okay. Wir sehen das dann hier, wenn das eingefroren ist. Naja. Ich würde sagen, noch haben wir Zeit. Restliche Zeit 6 Tage, 18 Stunden. Ach so, das wird uns hier angezeigt. Ja, dann ist ja easy. Dann können wir das ja ziemlich genau kalkulieren. Okay. So, die eine Truppe ist am Vulkan angekommen. Als wir uns dem Lager nähern, sehen wir, dass seine Bewohner gerade ihre Sachen packen. Sie haben ein paar Hütten zerlegt, um improvisierte Schlitten zu bauen. Ihr immer skeptisch. Ihr geht in die falsche Richtung. Die Wissenschaftler hielten uns zunächst für Flüchtlinge, aber nachdem wir ihnen von unserer Stadt erzählt hatten, waren sie sehr erstaunt. Sie liegt vermutlich zu nah am Sturm, um ihm zu trotzen. Tja, ihr könntet Nansen dazu befragen, falls ihr es schafft, ihn im Süden zu erreichen. Ihre Arbeit hier ist getan. Wir könnten sie davon überzeugen, uns zu begleiten, damit wir ihnen unsere Stadt zeigen können. Wir zeigen ihnen unsere Stadt. Wir wollen noch weiter. Das sind alles Erwachsene, die müssen klarkommen. So, die sind jetzt dorthin unterwegs. Die Frage ist, ob wir nicht das noch ein bisschen umlenken? Ob wir nicht die dahin schicken? Wo war jetzt gezackte Felsen? War nicht die... Ach, da hinten. Oh, in Richtung des Sturms. Ach nee, alles klar. Ja, pass auf. Dann schicken wir die dorthin, ja. Vielleicht ist das Nansen. 9 Stunden. Bisschen riskant, aber wir kriegen das schon hin. Also warte mal, nach den Informationen, die uns das Spiel gegeben hat,
werden wir keine Jäger rausschicken können und es wird zu kalt sein für diese Treibhäuser. Aber das Spiel hat uns keine Informationen darüber gegeben, dass wir nicht die normalen Betriebe weiterverwenden können. Insofern gehe ich jetzt von den Informationen des Spiels aus. Bitte spoilert das nicht. Deshalb setze ich jetzt auch keine Automatone ein. Wüsste nicht, warum. Ja, warte mal kurz. Also, wenn das Spiel einem... Also, das Spiel ist ja... Wenn sie einem sagen, okay, es gibt keine Nahrung mehr, die man produzieren kann, dann sagt einem das Spiel doch auch in der gleichen Logik, um den Spieler zu ermächtigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, es gibt auch nichts anderes mehr, was du produzieren kannst. Alle bleiben in ihren Häusern. Die Frage ist, wie kommen sie an ihre Nahrung? Also, ich glaube jetzt mal hier der Spiellogik und werde jetzt hier nicht... wir müssen uns jetzt hier auf die Prioritäten konzentrieren. Schon klar, dass... Leute, die Automatone arbeiten 24/7, aber nur 60%. Wenn die Arbeiter nachher noch arbeiten, dann ist es okay. So, wir haben die Rohstoffaufwertung. Gut. Das heißt, warte mal, jetzt heißt das sämtliche... Oh, das ist gut, ja. Sämtliche Lager haben jetzt 50% Kapazität. Ich habe doch den Kohleverbrauch auf höchster Stufe schon getestet. Leute, was wir schon geklärt haben, müssen wir nicht immer wieder diskutieren. Das war doch alles schon Thema. Okay, also was mir natürlich ein bisschen Sorgen macht, ist das Thema Holz, weil wir kriegen von außen kein Holz mehr. Unsere Sägewerke, was haben die denn noch in Kapazität? Hier 714, da 539, teilweise überlappend. Wo ist das andere Ding? Da noch 714. Ah ja, sind noch fast 2000 Holz, aber ab und an müssen wir was bauen und wir wollen weiter forschen. Der Chat ist in der gleichen Panik wie die Stadtbevölkerung. Echt gutes Roleplay. Ja. Okay. Ja, die Küche muss Puffer aufbauen, das ist klar. Das sehe ich auch so. So, insofern. Speise aus Wärmedämmung wird sicher ein Thema werden. Das scheint mir jetzt fast am sinnvollsten zu sein. Dann könnte man zur Sicherheit Mauerbohrer forschen, damit wir im Zweifel Möglichkeit haben, da Holz zu bekommen. Hat aber jetzt keine super Priorität. Später noch die Sanistation, weil ich denke, da gibt es dann viele Erfrierungen. Generatoreffizienz ist nicht so entscheidend. Ich würde sagen, wir machen erstmal Speise aus Wärmedämmung, weil da jeder reingehen muss. Dann vielleicht die Sunnies. Wie ist denn jetzt eigentlich mit den Prothesen? Muss man denen das manuell zuweisen? Oder? Ah ne, hier, erhält eine Prothese. Ah, okay, alles klar. Das scheint automatisch funktionieren. So, raus mit euch.
Lager entscheiden wir noch, aber es sieht erstmal von der Kapazität ganz gut aus. 1400, es sind aber noch keine 3500. Naja, Sturm kommt näher, aber okay. Ah, sind weniger geworden. Ah ja, wir haben nur 14, okay. Die Frage ist, ob wir nicht noch weiter Jäger bauen. Also wir haben noch einen Jägertrupp. Ja, warum nicht? Warum nicht? Komm, wir bauen noch einen. Eine Arbeitertruppe haben wir noch. Da auch noch hin. Wir haben schon ein zweites Speisehaus. Aber das bringt mich nochmal auf den Punkt. Beim zweiten Speisehaus, wo hatte ich das nochmal hingebaut, gehen wir nochmal auf 6 bis 20 Uhr. Okay, wir müssen mal kurz rechnen. Das ist ja eine simple Rechnung jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? 6 Tage, 13 Stunden. Wir machen am Tag jetzt, sagen wir mal, 600, 800 netto Essensrationsgewinn. 8 mal 6 reicht ja locker, um die 3500 zu bekommen, oder? Muss jetzt wieder den Taschenrechner rausholen. ja, da kommen noch ein paar Flüchtlinge, aber es sind ja nicht mehr so viele. Ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und diese noch gar nicht mit einberechnen. Ja, ja, es war ein Scherz mit dem Taschenrechner, Leute. Aber klar, wer 5 durch 2 mit dem Taschenrechner rechnet, der hat nichts anderes verdient. So, sie sind in den Schneehöhlen angekommen. Eine Gruppe von Leuten im Tode nahe versteckt sich in Höhlen, die sie in die Schneehaufen gegraben haben. Der Preis des Überlebens. All diese Leute sind todkrank. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben sind in ihren Schneehöhlen. Es ist nur weniger warm, wärmer als draußen im eisigen Ödland. Sie halten keinen Tag länger durch, wenn wir sie nicht sofort in unsere Stadt bringen. Ja, machen wir. 12 und 7 sind nochmal 2 Häuser. Und ich glaube, ist jetzt aber eine reine Schätzung, mit den Kinderheimen müssen wir hinkommen. Wobei die jetzt eigentlich auch nicht wirklich Priorität sind. 2 Häuser. Nochmal Einwohner, die durchgefüttert werden müssen. 1. Der ist Gott sei Dank auch noch im Bereich. Perfekt. Ich meinte, wir können auch Krankenstationen schließen. Ne? Okay, Speisehaus, Wärmedämmung erforscht. Sehr gut. Gut. Mach's gut, Mr. Seraphim. Danke für die Moderation. Und auch dir einen schönen Juli. So. Okay. Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Also man könnte diese ganze Krankenschiene jetzt ausbauen. Finde ich okay, weil das natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass der Krankenstand deutlich zunimmt. Oder wir müssten den Mauerbohrer machen, wegen des Holzvorrates. Leute, lasst doch mal eure Kohle stecken. Kohle, also vorausgesetzt, die Kohle wird weiter produziert durch unsere Arbeiter, haben wir genug Kohle. Für Nahrung gibt es nichts mehr, nein. Das ist alles abgeklärt. Ich will aber tatsächlich hier auf Nummer sicher gehen, tatsächlich, und mach mal den Mauerbohrer, damit wir den einmal haben. Und dann gehen wir in Richtung Krankenstation. Wir haben ja noch viel Zeit. 6 Tage, da können wir noch 6 Forschungen machen. Starten wir das. Okay.
So, wir sind hier bei den gezackten Felsen angekommen. Die Oberfläche sieht aus, als hätte der Druck einer unterirdischen Explosion sie gesprengt. Hier könnte einst eine unterirdische Basis gewesen sein. Gefahr in der Tiefe. In den Ruinen der unterirdischen Basis riecht es nach Schwefel. Es muss einst ein warmer und geschützter Ort gewesen sein, aber jetzt ist es gefährlich, in die Tiefen vorzudringen. Beim Erforschen der Ruinen finden wir eine Aktentasche, auf der der Name Nansen steht. Sie scheint einige interessante Baupläne zu halten. Okay, nehmt die Technologie. Wir erlangen nützliche Technologie. Und wir haben einen neuen Ort entdeckt. Hier. Ja, Sturm ist noch nicht nah genug. Nansens Sturmwacht. Ja. Wir gehen zwar gefährlich auf den Sturm zu, aber ich würde sagen, das riskieren wir. Und was für eine Technologie haben wir jetzt? Also, hä? Was meint das? Kommt das noch als Event? Ach, die müssen zurückkehren. Ach so, ja, ich verstehe. Die müssen zurückkehren. Ja. Okay, wir gehen trotzdem weiter, wir riskieren es. Wir können jetzt keine Zeit verlieren. So, die werden noch los. ...16 Ingenieure kommen. Hatte ich für die jetzt schon Häuser gebaut? Nee, ne? Warte mal kurz. Ich glaube, für die haben wir noch nichts gebaut, oder? 614... Ah doch, hier sind 5... 6... Doch, wir haben schon gebaut. Ich hatte nach der letzten Gruppe gebaut. Ja, war ich mir nicht mehr sicher. Ja, ob das Lager reicht, weiß ich noch nicht genau. Wir haben ja noch eins. Da passen nochmal 450 rein. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. 6 Tage ist kein Problem. Aber ich frage mich langsam, na, wir warten erstmal auf die Schneehöhlen, Leute, ob wir Krankenstationen hier ein bisschen... Wir haben schon 26 Amputierte. Ob wir die Krankenstation mal ein bisschen runterfahren. Weil Kohle verschwenden müssen wir eigentlich auch nicht, ne? So, wir müssen uns vorbereiten, wenn wir auch nur die Chance haben wollen, das zu überstehen. Ach so, die Prothesenproduktion, richtig. Die ist ja abgeschlossen. Ja, stimmt. Da müssen wir nochmal nachlegen. Obwohl, wir haben noch 20. Nee. Eigentlich ist gut, aber wir haben 26. Das heißt, wir müssen auf 30 gehen. Schneller geht das scheinbar nicht. So, wir sind dort angekommen. Bei Nansens Sturmwacht. Dieses robuste Gebäude könnte einem harten arktischen Winter standhalten. Es ist mit fortschrittlicher wissenschaftlicher Ausrüstung vollgestopft. Trotzdem scheint das Lager verlassen zu sein. Nansens Warnung. Wir haben eine Nachricht von Nansen und seinen Mitarbeitern gefunden. Das Ausmaß der kommenden Kälte ist schwer vorherzusagen. Sie wird weit unter jeder Temperatur liegen, die auch je auf Erden gemessen wurde. Stürme der Windstärke 10 sind zu erwarten, da der Jetstream beim Abfallen nachzulassen scheint. Danach sollte sich das Klima langsam bessern. Wir ziehen in Richtung dieses apokalyptischen Sturms, um unsere Vorhersagen zu überprüfen. Lebt wohl, der Allmächtige möge euch schützen. Oh mein Gott, nochmal Technologie. Das letzte Zuhause des großen Arktisforschers Nansen. Das heißt aber jetzt gibt's... Haben wir noch einen neuen Ort? Lager. Wo ist unsere andere Truppe?
Warum kehrt die denn da zurück? Hä? Ist die ohne die zurückgegangen? Ach nee, warte mal, das sind die Leute, die... Hä? Ach nee, die haben die mitgenommen. Ah ja, alles klar. Das sind die aus den Schneehöhlen. Habe ich ganz vergessen. Ja, 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 ja. Die bringen die schwer Verletzten. Okay, Leute. Normalerweise würde ich jetzt zurückgehen, um das zu sichern. Aber wir haben nicht viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir müssen hier hin. Wir müssen auch die noch retten. Und dann später zurückkehren. So, die Jäger kommen. Jetzt bringen wir... Ordentlich Rohnahrung. Lager reichen. Okay. So, 12 Arbeiter, 7 Kinder. Neu dabei. Überlebende gerettet. Wir haben an den Orten, wo sich unseres Wissens noch Überlebende aufhielten, so viele wie möglich gerettet. Allmächtiger stehe den anderen bei. Dann schicken wir sie nochmal los, hier unten hin. Aber erstmal dorthin. Zwei Orte sind schon eingefroren. Ah, so sieht das dann aus. Ah, cool. Okay, langsam wird es hier mit den Leuten knapp. Ah, das Problem ist, die sind in unserer Rechnung mit drin, ne? Das ist ein heikler Punkt. Aber wir sehen ja... Wir sehen ja, also wenn das eingefroren ist, dann können wir sie losschicken, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ein bisschen überlegen, ob wir nicht noch eine Jägereinheit bauen. Und mal gucken, ob wir nicht irgendwie was optimieren können. Ob nicht zum Beispiel Ingenieure arbeiten, wo auch Arbeiter arbeiten können. Zum Beispiel hier, ne? Da können doch auch Arbeiter arbeiten. Ah, das ist aber nur eine. Weil dann kriegen wir vielleicht noch... Aber wir haben noch mal 19 Arbeitslose. Okay, das bringt noch einen Jägertrupp. Die Jagdtacken reduzieren die Jägertrupps um 5 Mann pro Trupp. Das ist auch noch interessant. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das gibt uns natürlich noch Potenzial. Ich würde sagen, ich baue trotzdem noch mal ein. Also klar, wir müssen ja dann noch mehr bauen. Vielleicht sogar noch mehr als ein. Bauen wir da nochmal. So, wir haben den Mauerbohrer. Okay, dann ist die Frage, wollen wir wirklich die Jagdtaktik? Also es setzt dann Arbeitskräfte frei, aber dann müssen wir natürlich auch, um das zu nutzen, müssen wir natürlich auch noch fliegende Jäger wieder bauen, ne? Aber, ja gut, es sind halt nochmal vielleicht so 3-4 Tage, die nochmal rausgehen können. Ich weiß, dass ich die Nahrung auch verarbeiten muss. Das haben wir ja berechnet. Und ich meinte, 5 Leute nochmal in die Küche stellen, ist auch kein Problem. Ja, das Problem ist, genau, wir brauchen, glaube ich, noch ein Speisehaus, weil... Ja, wir brauchen auch noch ein Speisehaus. Weil wir können gar nicht mehr als 1400. Wobei, wir haben ja eigentlich ausgerechnet, dass das reicht, ne? 800 am Tag. Wie viel sind es jetzt noch? Fast 6 Tage immer noch. Aber es ist, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie nicht so richtig mehr geworden, oder? Wo geht die ganze Nahrung hin? Kommt, wir machen das mit den Jagdtaktiken.
Und ich baue noch mal eine Nahrungsverarbeitung. Das ist mir jetzt sicherer, ehrlich gesagt. Wenn wir da noch mal loslegen. So, aber wo ist der Kern? Da ist der Kern. Da sind wir noch im Kernbereich. Das ist gut. Passt perfekt hin. Ja, genau. Wenn während des Sturms auch verarbeitet werden kann, dann reicht es, wenn wir die einlagern. So ist es. Absolut korrekt. Das werden wir auch am heutigen Tag schon bauen können. Insofern, wartet mal. Wenn wir jetzt so viel Arbeitskräftepotenzial dazu bekommen, bauen wir hier einfach nochmal zwei hin. Mal sehen. So, die können wir jetzt im Moment nicht mehr voll füllen. Das ist mir bewusst, aber wir kriegen ja die Technologie. Ja, ja, die Aufgabe redet von 3.500. Ist klar. Ist mir klar. Wir sind jetzt hier schon am Limit. Wir müssen hier Essensrationen, Lager definieren. Und ich denke, wir sollten auch noch ein Lager bauen. Natürlich steht in der Aufgabe Essensration, klar. So, Jagdhütten, da brauchen jeweils nur noch 10 Leute. Das gibt uns jetzt richtig großes Arbeitskräftepotenzial nochmal. Das heißt, wir können hier maximieren. So. Jetzt gehen wir auf die Sunny-Sachen. Heilen die Arbeiter der Sunny-Station Kranken 10% schneller, das ist gut. Die Frage, ob wir schon Sunny-Station jetzt mal ausschalten. Hier kommen noch Flüchtlinge, da kommen noch ein paar. Aber so viele brauchen wir nicht. Gehen die dann in andere Sunny-Stationen? Ich denke ja, ne? Also wenn wir die jetzt zum Beispiel ausknipsen, da sind zwar noch Patienten drin, hier zum Beispiel nicht. Wir schalten die jetzt mal aus. Eigentlich können wir 3 ausschalten. Ja, wir schalten jetzt mal 2 aus. So, dann sparen wir ein bisschen Heizung. Wird die dann automatisch ausgemacht? Wenn man es ausgeschaltet hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Gott, wird das riesig! Okay, ja, Sturm. Oh, ja, 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 ja. Noch ist alles okay. Echt spannend. Haben wir hier nichts? Keine Leute, die bauen? Doch, ne? Wir sind abends. Ja, Amputierte nehmen langsam wieder ab. Jetzt wird auch gebaut. Gut. Hier sind Effizienzen nicht sehr hoch. Hier nochmal hin. Wir sind hier schon am Maximum fast wieder. Essensration. Wir können übrigens auch ändern, ne? Also wir können zum Beispiel auch Sachen, die wir hier für Stahl haben oder so, auch für Essensration umnutzen. Ist ja auch kein Problem. Hier können auch Ingenieure arbeiten. Und hier machen wir wieder die volle Schicht mit Suppe. So. Wir sind leicht im Minus mit Kohle, weil wir die Schichten natürlich jetzt noch nicht einberechnet haben. Insofern wäre das doch nochmal ein Argument für die Kohleeffizienz. Die Abklingzeit läuft noch. Okay,
Also das wäre nochmal ein Punkt, dass wir doch in die Effizienz nochmal investieren. Oh, Speer. Danke. Tiefe Senke. Eine tiefe Senke im Schnee, in der wir eine Gruppe von bedauernswerten Reisenden entdecken. Ah ne, da waren wir schon. Wir wollten ja hier zum Kompasslager. 9 Stunden noch. Küche, Heizung. Ja, stimmt. Die muss nur angemacht werden, ne? Ne, da ist sie schon an. Das ist die Sanistation. Hier, richtig. Guter Hinweis. Ganz vergessen. Außenposten erfrieren. Ja, obwohl. Wir lassen sie jetzt einmal zurückkehren. Und das war dann wahrscheinlich der letzte Transport, würde ich sagen. Der kann hier noch ein bisschen laufen. Wie Außenposten. Meint ihr den jetzt hier? Ja, ja, klar. Aber die Leute sind doch hier gerade hier. Außerdem hatte ich gesagt, wenn das hier erfroren ist, dann wollten wir sie losschicken. Die laufen auch so, selbst wenn der Außenposten jetzt abgerissen wird. Ah, okay, alles klar. Ja, dann können wir ihn abreißen, ne? Dann ist ja gut. Wenn wir die 100 Nahrung nicht verlieren, das wäre schon echt wichtig. Ich verlasse mich da auf euch. Machen wir das. Okay, alles klar, es funktioniert. Und die Leute kommen jetzt hoffentlich selber zurück, oder? Ah nee, wir müssen denen jetzt sagen... Ah, das ist quasi gesondert, ich verstehe. Mhm. Alles klar. Nee, ist aber nicht alles klar. 10 Stunden. Gut, jetzt ist alles klar. Warum muss man den abreißen, einfach verlassen? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Hungrige Mutter. Sir, hier ist eine Frau, die eine dringliche Bitte hat. Sie möchte mehr Essensrationen, aber die Köche sagen, sie haben ihren Anteil bereits erhalten. Ich flehe sie an, Captain, sagt die Frau mit zitternder Stimme. Ihre Männer meinen es gut, aber da muss ein Fehler vorliegen. Ich brauche 2 Rationen, eine für mich und eine für mein krankes Kind. Ja, wie? Kranke Kinder sind doch in der Sunny-Station, da kriegen die doch auch ihr Essen, oder? Die will doch bescheißen. Ich werde die Regel nicht umgehen. Nee, nee, nee. Abgelehnt, genau. Wir wissen schon hier sehr genau, wer hier Essen bekommt und wer nicht. Wir haben nur noch 24, 25 Kranke. Okay. Sie sahen ja auch gut genährt aus, ja. Dann können wir ja noch mehr schließen. Okay, die sind in Meteor angekommen. Das Lager wurde um ein großes Loch im Eis gebaut. Es könnte der Einschlagkrater eines Meteoriten sein. An der Stahlkonstruktion, die über einem Loch erbaut wurde, ist ein Flaschenzug befestigt. Gefallener Stern. Wir haben die Überreste des Lagers durchsucht. Das hier muss eine wissenschaftliche Operation gewesen sein, die wohl untersuchen sollte, was das Loch ins Eis gerissen hat. Jetzt ist dieser Ort verlassen und nichts Wertvolles zu finden. Es gibt noch mal... Oh Gott, es gibt noch mal mehrere Orte. Eieieiei, jetzt wird es langsam knapp und die haben die wertvolle Forschung dabei. Ja, kommt. Das ist noch easy drin. Gehen wir noch zum großen Krater. Ja, kommt. Es ist einfach zu spannend. Einer geht noch. Vielleicht geht auch noch 2. Mal sehen. Das ist ein Todesurteil? Nein. Wir beobachten das mal. Guck mal, das ist noch nicht mal vereist. Das überleben wir nicht. Ach, Wilfried Bassett, das überleben wir. Bleibt mal ruhig.
Oh mein Gott, jetzt wird es wärmer erstmal. Ja, großartig. Und zwar angenehm. Ne, auf 60. Hm. Ändert das irgendwas? Oh, warte mal, das müssen wir jetzt mal checken. Wärmesicht. Können wir jetzt hier irgendwo ein bisschen Heizung sparen? Bei den Sachen nicht. Bei den Sachen auch nicht. Da hinten sowieso nicht. Ich glaube, wir können irgendwo Heizung sparen, ne? Doch, hier. Hä? Das bringt offenbar nichts. Bei was? Bei den Kinderheimen können wir Heizung sparen. Ernsthaft? Das muss ich jetzt mal leider überall checken. Was ist das hier eigentlich? Die Sanitätsstation hat... Achso, die haben wir ausgeschaltet. Ja. Wirtshaus. Ist auch egal. Kinderheim. 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 Noch irgendwas? Die Sanitätsstation nicht. Okay. Gut. Da habe ich, glaube ich, jetzt nichts übersehen, oder? Was ist das hier noch? Pflegeheim? Nee. Noch eine leere Sanitätsstation. Ist die leer gemacht? Nee, die ist nicht... Ja, wissen wir nicht, ob die leer ist. Ne? Diebstahl und Aufstände. Angst vor dem Sturm. Sir, wir haben die Diskrepanz zwischen dem Verbrauch an Rohnahrung und der Produktionsmenge der Speisehäuser untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass die Köche Nahrungsmittel stehlen. Einwohner sind außer sich. Wir haben drei Diebe erwischt. Sie sagen, sie wollten dafür sorgen, dass ihre Familien abgesichert sind, wenn uns wegen des Sturms die Nahrungsmittel ausgehen. Wie bitte? Wir haben doch Gefängnisse. Da gehören die jetzt rein. Verbannt sie? Das ist ein bisschen hart. Ich will die ins Gefängnis stecken. Postiert Wachen, um die Köche zu beaufsichtigen. Hinweis war auf diese Leute, die hier Hoffnung machen können. Patrouillen. Kostet uns aber Essensrationen. Ja, aber ich glaube, Hoffnung ist noch okay, würde ich mal sagen. Das lassen wir mal. Machen wir nicht. So, Sanitätsstation, Aufrüstung haben wir erforscht. Die Frage ist, wollen wir möglicherweise auch noch so ein, gleich mal so ein Holzding bauen? Wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? So. Ich tendiere tatsächlich jetzt doch nochmal zur Generatoreffizienz. Weil 10% ist schon eine Menge. Das machen wir. Und jetzt ist aber noch die Frage, wollen wir dieses eine Ding da jetzt mal bauen? Den Mauerbohrer. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Dann haben wir... Wir kriegen ja jetzt auch bald die 100 Holz nicht mehr, dann kompensieren wir das dadurch. Ja. Dämmung im Gesundheitswesen kommt später dran. Ich brauche jetzt erst die Kohlesicherheit. Sonst geht mir der Chat hier noch auf die Nerven. Was ist denn hier los? Hä? Achso. Warum ist das inaktiv? Sind die nicht nachts alle inaktiv? Achso, jetzt geht's los. Halt, warte mal. Hat die Kohlemine etwa keine Frühschicht? Ich fasse es nicht. Tatsächlich, die hat noch keine Frühschicht. Unglaublich. So, was macht unser Team dort? Ah, schaut mal, sogar das ist noch frei. Bäume sind jetzt irrelevant. Wir haben ja die Wand jetzt. Okay, Kompass. Die Leute, die in diesem Lager leben, haben gepackt und sind abmarschbereit. Alle Zelte sind leer. Sie lassen so gut wie nichts zurück. Nochmal Überlebende. Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern packt ihre letzten Vorräte ein. Sie arbeiten effizient, aber schweigen und wirken etwas entmutigt. Wir helfen hier zumeist bei den Evakuierungen, sagt einer von ihnen. Früher haben wir das Magnetfeld der Erde erforscht, aber jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Überleben zum Beispiel. Noch mehr
Boah, verstärkte Hütte Eis holen. Ich würde sagen, den zeigen wir wieder den Weg, weil die haben keine Kinder. So, und dann werden wir weiter. Verstärkte Hütte, klingt gut. Dahin bitte. Das heißt aber, warte mal, wir haben jetzt nochmal, wie viel waren das? 18. Das heißt, wir brauchen nochmal 2 Häuser. Die können wir auch schon bauen. Dann haben wir das gleich. Immerhin keine Kinder. So, Essensration. Ich bin fast geneigt, dass wir hier umwidmen, was wir für Kohle oder Stahl haben. Oder zum Beispiel Holz, dass wir das auf Essensrationen ändern. Ja. Ja, eigentlich müsste mehr als 3.510 nötig sein, das stimmt. Oh, jetzt kriegen wir, jetzt geht's aber hier ab mit dem Essen. Ja, sehr, 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 sehr gut. Jetzt geht's richtig gut los. Wir können auch noch weitere... Wo sieht man die Gesamtlagerkapazität? Sieht man das irgendwo? Kohle, wir müssen hier unsere ganzen Lager mal durchforsten. Ich meine, Kohle kriegen wir auch nie voll. Können wir auch mal ändern, nochmal in Essensration. Speer warten. Nee, die warten. Die sind jetzt zu Hause. Muss man die jetzt auflösen, um die Quest zu erfüllen? Und wenn ja, wo mache ich das nochmal? Hier, bei den Dingen, ne? Das war das Holzteam. Das war das andere. Auflösen. Hm, bringt uns auch noch ein bisschen was. Okay. So, damit haben wir das erste zurückgeholt. Ich werde den Mauerbohrer mal aktivieren. Wie viele Ingenieure haben wir eigentlich? 20 und 60. Na, jetzt können wir auch Arbeiter nutzen. Ist in Ordnung. 4,8 die Stunde ist ja nicht so dolle. Aber okay, sollen sie erstmal bohren. Kurzer Check. Nahrung. Oh, 1300 am Tag. Okay, also jetzt muss es reichen. Jetzt muss es reichen. So, wir sind am großen Krater angekommen. Die Größe des Kraters lässt sich aus der Entfernung schlecht einschätzen. Seine ungeheure Ausdehnung wird erst beim Näherkommen deutlich. Das Lager ist leer. Der Krater ist frisch. An seinem Rand sieht man gebrochenes Eis. Wir haben im Lager nach Hinweisen über das Schicksal der Wissenschaftler gesucht, aber nichts gefunden. Hier ist alles ordentlich, aber irgendetwas stimmt nicht. Es sieht aus, als seien sie zu einer Aufgabe aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Vielleicht wollten sie in den Krater hinabsteigen und haben sich im Labyrinth des Eises verirrt. Oder sie sind in einen Schneesturm geraten oder beides. Nächste Technologie. So, Leute. Ihr ahnt, was jetzt kommt, ne? Der Konvoi muss auch noch gerettet werden. Ja, das ist doch noch drin, oder? Ist die Frage, ob wir schneller sind, wenn wir erstmal da hinreisen und von dort nach dort gehen? Oder ob wir direkt schneller sind? Was meint ihr? Doch, das schaffen die. Das schaffen die. Ich weiß bloß nicht. Also, das... So viel Zeit muss noch sein. Es sind Menschen, die wir noch retten. Okay. Gut. Mal gucken.
Überleben erreichen die Stadt. Sir, eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen und Happen zu essen. Ja, das sind doch die, die wir kennen, ne? Dafür haben wir doch schon vorgesorgt, oder? Okay, wir haben Generatoreffizienz erforscht. Das ist gut. Wir gucken mal, wie es aussieht. Oh, jetzt sind wir ohne Überschicht, ohne Motivation sind wir jetzt deutlich im Plus. Gut. Das beruhigt mich erstmal. Dann machen wir jetzt weiter mit den Krankenstationen. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Dadurch können wir möglicherweise über die Heizung auch noch ein bisschen sparen. Starten wir das. So, wir haben gleich die Quest. Ja, Nahrungsmittelvorräte bereit. Sehr schön. Okay. Hoffnung steigt. Jetzt müssen wir noch die Teams zurückrufen und dann sind wir, ja, sind wir einigermaßen bereit. Die Frage ist jetzt, wir werden jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Wir könnten natürlich noch weiter Lager umwidmen. Also wir werden unsere Lagerkapazität jetzt erreichen. Ja, wir sollten noch umwidmen. Wir sollten so viel Nahrung wie möglich haben. Stahl zum Beispiel, da können wir ändern. So. Stahl können wir sogar noch irgendwo eins umändern. Wäre echt schön, wenn man das mal sehen würde. Gehen nochmal. Ja gut, das war jetzt ein bisschen fett, aber okay. Rohnahrung lagern ist effizienter. Ja, wird dann irgendwann auch passieren. Klar, es ist effizienter, lagertechnisch. Wir werden sehen. So, wir haben Wärmedämmung im Gesundheitswesen erforscht. Sehr schön. Das heißt, wir können vielleicht da auch noch mal sparen. Wir könnten das auch auf Nummer 2 bringen oder eben das Krankenhaus, das wir bisher noch gar nicht gebaut haben. Aber das brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Das Krankenhaus benötigen wir nicht. Ah, neben dem Generator ist das Hauptlager. Da müsste man die Gesamtkapazität. Was sollen wir mit dem Krankenhaus? Das benötigen wir doch gar nicht. Kranke werden hier schneller behandelt als in Sanitätsstationen. Schwerkranke erhalten eine sichere und zuverlässige Besorgung. Also ich hab das Gefühl, unser Krankensystem ist extrem gut. Ich erinnere daran, unsere Kinder arbeiten ja dort. Ich glaube, deswegen ist das so effizient. Ich glaube, ich gehe dann nochmal auf Wärmedämmung 2. Und wir checken nochmal, ob wir nicht bei den Sanitätsstationen müssen wir jetzt eigentlich... Eine Stufe sinkt nochmal. Stufe müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal ausmachen können, oder? Nee. Doch nicht. Komisch. Hätte ich jetzt erwartet. Das ist nicht der Fall. So, warte. Die Speer sind in der verstärkten Hütte angekommen. Da. Der Zaun. Ah, war vorher nur gelb. Stimmt. Umso besser. Der Zaun, der die arktische Hütte umgibt, wurde zerstört, als eine Meute wilder Tiere hindurchbrach. Unglückseliges Projekt. Die Wissenschaftler haben diese Station so aufgebaut, dass sie dem arktischen Klima standhält. Aber sie haben die arktische Fauna offenbar unterschätzt. Die Türen und Fenster wurden von starken Hieben eingeschlagen. Kälte und Schnee konnten eindringen. Die wissenschaftliche und lebenserhaltende Ausrüstung gefror und zersprang, sodass die Basis und ihre Bewohner dem Untergang geweiht waren. Das ist nochmal Technologie. So, wir gehen aber natürlich noch hier hin, zu den Eishöhlen. Und, wie sieht's hier aus? Naja, hier wird's schon ein bisschen knapp. Wie lange brauchen die noch? Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Die schaffen das, Leute. Drückt in die Daumen. Warum denn Holzkohle? Warte mal, Kohle ist doch jetzt überhaupt kein Problem mehr. Es sei denn... Wir, also, die Frage ist natürlich,
ob wir während des Sturms auch weiter Kohle fördern. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen ungewiss jetzt. So. Krankenstation nochmal checken. Werden wir auch mal ausschalten jetzt. Wir haben ja Platz für 100, ne? Vier. Da sind noch ein paar Patienten drin. Die lassen wir dann auch da drin. Hier sind keine. Auch ausgeschaltet. So, okay. Was ist mit der Kohle? Eine der dringendsten Fragen. Ja, ist natürlich auch nachvollziehbar irgendwie, aber... Ich kann ja nochmal hier raufklicken und euch die gute Bilanz zeigen, ohne den 40% Push, den wir haben. Das heißt, unser Lager gewinnt jeden Tag noch an Kohlevorräte dazu. Ja, nur zu eurer Beruhigung. Wo ist eigentlich das Hauptlager? Ach so, hier sehen wir das. Okay, 9000, 1200. Oh, Leute, sie sind angekommen. Verstreuter Konvoi. Die Fahrzeuge des Konvois wurden von mächtigen Schlägen zerstört. Der Schnee ist zertrampelt und durch Unmengen von Blut verschmutzt. Hungrige Eisbären. Wir haben etliche Leichen in beschädigten Kettenfahrzeugen gefunden. Einige von ihnen sind zerrissen, als ob sie teilweise von Tieren aufgefressen wurden. Wir vermuten, dass es Eisbären waren. Wir werden nie erfahren, was hier genau passiert ist. An diesem schrecklichen Ort gibt es nichts Nützliches, das wir mitnehmen konnten. Dafür haben wir das Leben dieser Truppen... Oh mein Gott. Aber Leute, es ist, glaube ich, ein Happy End. In 23 Stunden kehren sie zurück. Sie schaffen es. So, hier haben wir noch was. Betrunkene Schwarzseher. Sir, etwa ein Dutzend Einwohner haben sich betrunken und sind durch die Straßen gezogen. Sie haben Frauen belästigt und gegrölt, dass wir lieber Spaß haben sollten, bevor der Sturm uns alle tötet. Was sollen wir mit ihnen machen? Schickt sie nach Hause. Ja. Verbannt wird jetzt hier wegen sowas niemand. Das ist ja quasi eine Todesstrafe. Das wäre ein bisschen übertrieben. Temperaturforscher. Oh ja. Das ist wahrscheinlich der Sturm, oder? Ja. 4 Tage. Das kommt genau hin, Leute. Perfekt. Ja. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Noch die letzten Tage bei entspannten minus 60 Grad genießen. Und dann mal abwarten, was da für Forschung kommt, ne? Zehn Prothesen bauen. Eine Arena. Nee, müssen wir auch wieder heizen oder so. Nee, wer weiß, was da noch kommt. Aber Prothesen, warte mal. 10, 10, 10. Was ist denn hier noch in Arbeit? Es sind noch 11 in Arbeit. Wir gehen nochmal auf Nummer sicher, gehen auf 15. Leute, ich wiederhole nochmal. Es weiß niemand, außer die das Spiel schon kennen, wie das mit den Kohleminen ist. Meine starke Vermutung ist, weil mir das Spiel das suggeriert hat, dass die Betriebe weiterarbeiten. So, das ist jetzt meine Arbeitshypothese. Eine Antwort darauf ist reiner Spoilertum, deswegen stellt bitte diese Frage nicht im Chat. Diese Leiste ist der Sturm, der kommt, die neue Leiste. Eishöhlen. Zahlreiche gefrorene Leichen liegen auf dem Boden der Höhle. Ihnen muss der Brennstoff für ihre Öfen ausgegangen sein. Die Minen arbeiten immer. Die Leute werden halt in kalten Arbeitsstätten, in sehr kalten, halt öfter krank. Ja, das kann passieren. Deswegen bauen wir unsere Krankenstation aus. Verwirrende Fluktuation. Wir haben neben den Leichen einige Kisten mit Papieren gefunden. Es scheinen Aufzeichnungen zu weitreichenden Forschungen. Die arbeiten nur, wenn es im Gebäude nicht zu kalt ist. Na, wir gucken mal. Wir haben neben den Leichen einige Kisten mit Papieren gefunden. Es scheinen Aufzeichnungen zu weitreichenden Forschungen über die Fluktuation des Magnetfelds der Erde zu sein. Sie sind zu kompliziert, als dass unsere Späher sie verstehen können. Und die Kisten sind zu schwer, um sie in die Stadt zu bringen. Also auch hier nix. Genau, ich glaube nämlich, das stimmt nicht, was gesagt wurde.
Auf jeden Fall kehren wir jetzt erstmal zurück. Wir haben alles erforscht, Leute. Und das ist mir ein inneres Bedürfnis gewesen. So. Wir gucken uns das Wärmebild an. Im Moment ist es komfortabel in der Mine. Es ist so, dass die Temperatur nur die Erkrankungen verhindert. Aber auch wenn es kälter ist, wird dort gearbeitet. Jetzt geht es hier nochmal runter, da nochmal runter und dann geht es da auch nochmal runter. Es sind ja nur 10 Grad, was da kommt. Hä, das ist ja dann nur minus 90. Na mein Gott. Das heißt, Wetter wird, geht auf minus 7. Ja, und es ist halt kühl. Bei eiskalt arbeiten die nicht. Okay. Was ist denn eiskalt? Welche Stufe ist eiskalt? Das ist ja nochmal ein interessanter Punkt. Sonst müssten wir da vielleicht auch noch Generatoren hinbauen. Ja, stimmt. Hier in der Fabrik ist es sehr kalt. Sehr kalt ist... Sehr kalt ist also nicht eiskalt. Sehe ich das richtig? Okay, das heißt also, wartet mal, das heißt also, das ist jetzt ja ein spannender Punkt, alles klar, damit müssen wir uns jetzt mal kurz beschäftigen. Das heißt also, diese Fabrik wird nicht mehr arbeiten, wenn das hier weiter sinkt. Was okay ist, das ist jetzt nämlich nicht mehr so entscheidend, diese Dinge. Ja, alles klar. So, Kohleminen. Wir sind hier bei... Warte mal, wir sind jetzt hier bei plus... Oh, jetzt wird's... Okay, wir kommen da bei minus 1 an, wenn das hier so stimmt. Minus 1, minus 1, minus 1. Ne? Minus 1. So, und was ist hier jetzt gerade? Was ist kalt? Kalt ist plus 1... Okay. Das heißt... Nee, sehr kalt ist plus 1. Das heißt, minus 1 ist eiskalt. Das heißt, da wird nicht mehr gearbeitet. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Oder sind die Stufen anders organisiert? Heizung ist überall an, Leute. Hä? Heizkörper ist sowohl da als auch da an. Was erzählt ihr denn? Das sieht man doch hier an dem Symbol. Ach, der ist aus, weil nicht gearbeitet wird. Okay. Ich verstehe. Okay, alles klar. Insofern ist das jetzt falsch. Okay, egal. Pass mal auf. Dann lasst uns mal bitte kurz durchrechnen. Wenn das jetzt um minus 3 sinkt und auf minus 1 geht, wird dann hier noch gearbeitet. Ich sehe es im Moment nicht durch. Im Moment ist es komfortabel. Das heißt, wenn einer kommt, sind wir auf erträglich, dann sind wir auf kühl und dann sind wir auf kalt. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Und bei kalt wird problemlos weitergearbeitet. Mittleres Risiko, krank zu werden. Okay, alles klar. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Gut, dann ist das kein Problem für uns, Leute. Dann wird also während der Zeit zumindest dort weitergearbeitet. Hier allerdings wird es ein bisschen unangenehmer. Hier ist es jetzt erträglich. Das heißt, Forschung ist dann schwierig, vermutlich. Ja, okay, alles klar. Küchen, wie sieht es bei den Küchen aus? Das ist natürlich auch nochmal eine gute Frage. Wo sind die Küchen? Keine Ahnung. Küchen... Ja, easy. Schaut euch das an. Küchen sind gesichert.
Okay. Gut. Das beruhigt mich doch erstmal. Also ich meinte, ein bisschen kalt wird's halt, ne? Muss man schon mit klarkommen. Die Werkstätten sind ohne Dampfzentren. Ja, ja. Das könnte man nochmal raufpacken, wenn's jetzt wirklich nötig ist. Weiß ich aber nicht. Wir haben ja jetzt gerade berechnet, dass es okay ist. Ich könnte Automatone bauen, ja. Könnte ich machen. Wobei wir ja gerade die Prothesen bauen. 100 Stahl, 100 Holz, 50 Kohle. Was sagt ihr, Chat? Ich meinte, klar, wir brauchen sie jetzt ganz offensichtlich nicht mehr. Und wenn wir sie haben, haben es besser als brauchen. Wir schonen natürlich die Leute, die in den Häusern bleiben können. Ja, Manpower ist nicht das Thema, sondern während dieser Eiszeit werden die halt dann wahrscheinlich krank. Arbeiter, wie gesagt, Manpower ist nicht das Thema. Wer weiß, was im Sturm noch passiert. Ja, ist ein Argument. Wie viel baut man denn am Tag so? Pass mal auf, wir bauen mal drei. So, das ist bald voll. Essensration. Wir haben die nächste Stufe der Wärmedämmung erforscht. So. Okay. Ja, wir sind durch. Jetzt warten wir auf unsere Trupps. Die Frage ist, wann kommen die? Wie lange dauert das noch? Sehen wir das irgendwie? Ach ja, hier 10 Stunden und 15 Stunden. Naja, eine Forschung können wir noch machen. Die Frage ist nur, welche? Vielleicht doch das Krankenhaus? Vielleicht wird es nochmal nötig. Hier ist alles komplett durchgeforscht. Ach so, wenn wir schon Automatone haben, dann können wir natürlich die auch noch verbessern. Ja. Gut, das ist in der Herstellung. Eingliederung. Effizienzsteigerung. Ja, das machen wir. Das ist gut. So, wir sind jetzt beim Essen auf Maximum, aber ich glaube, ich weite jetzt die Lagerkapazitäten nicht mehr unbedingt aus. Was war das jetzt? Ah, ein neuer Automaton wurde gebaut. Ja, setzen wir den jetzt schon ein? Spricht eigentlich nichts dagegen, oder? Wo ist er denn jetzt eigentlich? Wo können wir den anwählen? Kohlemine. Ach, hier. Dann spare ich mir die Heizung. Stimmt, das ist ein gutes Argument. Also keine mehr hier. Ein Automaton an, Heizung aus. So, und die müssen wir auch langsam zurückholen. Da habt ihr recht. Muss man das abbauen? Oder muss man es nicht abbauen? Ich glaube, man muss es abbauen, ne? Ja. Abbauen, denn nämlich erst dann hat man Zugriff auf den Außenposten. Geht sonst nicht anders. Der kann jetzt auch in die Stadt. Okay, alles klar. Naja, dadurch, dass er die ganze Nacht arbeitet, ich glaube, der produziert in etwa dasselbe, oder? Wir produzieren jetzt, können jetzt keine 6 Prothesen produzieren, weil wir die Automatone produzieren. Beides gleichzeitig geht nicht. Die Effizienz wird auch noch erhöht, ja. So, die Köche haben jetzt Probleme, aber das wird sich gleich klären. Ich werde die jetzt da nicht abziehen. So. Das haben wir schon erforscht. Sehr schön. Es geht aber auch richtig geil schnell. Dann würde ich sagen, werden wir die noch weiter effizienter machen. Oh, was gibt's hier? Medizinische Automatone? Okay. Ingenieursautomatone.
Ah, dann kann man die auch in Fabriken einsetzen. Warum habe ich jetzt so ein komisches Grafikzucken hier? Was ist das? In Fabriken, das finde ich gar nicht so. Naja, es ist eigentlich Quatsch. 80% ist besser. Wir gehen auf 80%. Dann bauen sie sich selbst, ja. Pervers. So sieht's aus. Besseres Essen anbieten? Ich weiß nicht. Nee. Ich meine, es verbraucht halt mehr von den rohen Nahrungsmitteln und so, so. Wir haben die Sache nicht überstanden. Wer weiß, was noch kommt für Eventualitäten. Und das mit der Suppe, das wird man ja mal eine Woche aushalten. Danach wird ja alles besser, haben wir doch erfahren. Ist doch alles gut dann. Ich bin mal gespannt. Ach so, die Forscher kommen ja zurück. Eigentlich wollte ich ja gar nichts mehr forschen. Aber vielleicht ändere ich das noch. Ja, für die Hoffnung. Die Hoffnung ist noch in Ordnung. Ey, wir haben keinen Kranken mehr. Unglaublich. So, was haben wir hier? Angetriebene Speerschlitten und zusätzliche Speer. Na, danke. Das brauchen wir sowas von gar nicht. Das kommt, weil wir alles andere schon haben. So, die müssen wir, glaube ich, jetzt auch noch auflösen, ne? Ich glaube, die müssen wir jetzt auflösen. Zwei von vier. Die anderen sind auch dabei, zurückzukehren. Okay. Ich dachte auch, das würde eine geile Sonderforschung kommen. Hatte ich jetzt auch, war jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Ja, wir sollten, glaube ich, systematisch jetzt die Krankenstationen mal schließen. Also die externen hier. Es wäre irgendwie cool, wenn man mal alle eines Typs sich anzeigen kann. Heizung aus, Feierabend. Heizung aus, Feierabend. Wir haben jetzt fünf geschlossen. Wir haben noch 10 gebaut, ne? Es muss hier noch irgendwo eine rumhängen, die ich jetzt gerade nicht sehe. Ah ne, das sind 6. 6, ja, 6, 3. Eine muss noch irgendwo sein. Wo ist die? Ausschalten reicht, sagt ihr. Ja, ich sag mal, 2 lassen wir an, aber ich habe das Gefühl, irgendwo ist noch eine andere, die ich nicht sehe. Oh, ist egal. Ich muss die Heizung nicht ausmachen. Naja, gut. Sicher, sicher, ne? Ganz außen ist noch eine. Ah, hier, ja, richtig. Dann schalte ich sie aus. So, die sind auch da. Warum warten die denn noch? Ach so, die sind jetzt alle da. Okay, alles klar. Auch auflösen. Und das sind die. Auch auflösen. Jawohl. Warte auf den Sturm. Wir haben die Gesamtvorbereitung abgeschlossen. Die Leute, die du gerettet hast, konnten die Stadt gerade noch rechtzeitig erreichen. Wenigstens halten wir einen Notfallvorrat an Nahrungsmitteln bereit. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir sollten sie nutzen und vorbereiten, was wir können. Wenn der Sturm erst da ist, können wir nur noch abwarten. Ja, ich bereite alles soweit vor. Okay, die sind jetzt auch gekommen. 16 Leute kommen noch. Wir haben die jetzt keine. Doch, die müssen doch. Wir haben nur noch 2 Stationen offen. Wir müssen uns vorbereiten. Das überleben wir nicht. Ja, aber keine Panik hier. So, Rohnahrungslager werden auch langsam voll. Holzlager ist auch voll. Wir können natürlich Lager bauen. Ich meinte, warum nicht, ne? Was sollen wir mit unseren Ressourcen sonst anfangen? Wir werden alle sterben. Kommt, wir bauen. Ich meine, wir könnten auch noch dicke Lager erforschen, aber vielleicht kriegen wir die ja geschenkt. Wir bauen noch mal so ein paar konventionelle Depots. Wir haben es ja.
Okay, der nächste Automaton. Gut. Oh, Sägewerk hat kein... Oh, das habe ich überbaut, glaube ich, aus Versehen. Ah, ja, 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 okay. Das ist natürlich ein bisschen doof gewesen jetzt. Oder? Ja, ich weiß, das Lager ist voll. Das ist aber nicht so schlimm, Leute. Dann arbeiten, dann machen sie eben kein Essen. Also, das Lager ist ja noch nicht voll. Ist auch kein Problem. Alles easy. Das können wir, glaube ich, jetzt abreißen. Weg damit. Automaton. Bringen wir jetzt auch zur Kohlemine. Da haben wir den schon. Und Heizung aus. Ja, jetzt habe ich die Bäume überbaut. Gebete bei der Arbeit. Angst vor dem Sturm. Sir, die an diesem Arbeitsplatz Dampfstahlwerk eingeteilten Einwohner haben heute die Arbeit verweigert. Sie wollen die gesamte Schicht mit Beten verbringen. Wir haben wie verrückt gearbeitet, Sir, aber mehr können wir kaum tun, um vorbereitet zu sein. Seien wir doch ehrlich, das ist das Ende der Welt. Gebete geben uns Hoffnung auf Erlösung, egal was passiert. Wir brauchen keinen Stahl, ist in Ordnung. Lasst sie beten. Finde ich in Ordnung. Ja, für den Automaton brauchen wir ein bisschen Stahl, aber das ist auch in Ordnung. So, wir werden mal jetzt Rohnahrungslager erweitern, nicht das hier, weil ich davon ausgehe, dass wir auch noch im Sturm Essen produzieren können. Automaton sind bei 80%. Perfekt. Was haben wir jetzt eigentlich für die... Waren das alle Forschungen, die wir bekommen haben? Die ganzen Teams sind doch angekommen. Das beides haben wir nur bekommen. Okay. Ja, man könnte natürlich auch Dampfsägewerk noch machen, aber wir werden die Automatonen mal auf 100% bringen. Kohleabbau ist Maximum. Nächstes da. Und damit. Damit. Wir können weiterbauen. Eigentlich finde ich das ganz cool. Pass auf, wir werden uns einen Dampfkern in Reserve lassen. Kann man eigentlich auch die Automatone wieder verschrotten? Falls man irgendwie sich das anders überlegt hat. Ich würde sagen, wir bauen noch zwei weitere. Ah, kann man, okay. Wir lassen trotzdem einen Dampfkern noch zur Reserve. Zwei weitere werden gebaut. Und wir schicken den einen da, wo die Leute beten wollen, hin. Wir werden gleich wegrationalisiert. Ihr könnt gut beten, alles gut. Macht mal hin. So. Keiner muss mehr arbeiten. So sieht's aus. Ja. Kurzer Check. Super Kohlebilanz. Super Holzbilanz. Ordentliche Stahlbilanz. Fantastische Nahrungsbilanz. 11 Einwohner krank. 14 in Pflegeheim. Ja. Alles gut, der Sturm kann kommen. Mal sehen, ob irgendwas falsch eingeschätzt wurde. Ich bin echt gespannt. Können direkt auch ein bisschen schneller machen, glaube ich. Wir müssen natürlich nur... Eine Sache, daran müssen wir jetzt denken. Wir müssen die Jäger rechtzeitig zurückschicken, dass sie nicht mehr rausfliegen. Ne? Ja, da haben wir ja noch einen Tag Zeit. Was soll mit Wohnung sein? Alles gut, da können wir nichts besser machen. Die Lager brauche ich nicht widmen, weil wir haben im Moment keinen Bedarf. Die Rohnahrung wird ja nicht, also die Nahrung wird ja nicht verschwendet. Kampf um Vorräte. Sir, gestern Abend ist es zwischen ein paar Arbeitern zu einem Streit gekommen. Manche von ihnen wollten einen Anteil von den Rohstoffen, die ihre Anlage produziert, damit sie sich auf den Sturm vorbereiten können. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Und obwohl niemand schwerer verletzt wurde, ist die Situation sehr angespannt. Haltet mich auf dem Laufenden. Ja, bekommen alle Suppe.
Überlebende erreichen die Stadt. Eine Gruppe von Überlebenden. Okay, dafür hatten wir, glaube ich, schon die Häuser. Gibt es wahrscheinlich noch ein paar Kranke? Nee, die sind gar nicht krank. Easy. Rundgang der Wache. Ja, das könnte man mal machen. Ja, wir haben genug Vorräte, denke ich. Das könnte man mal machen. Einmal Patrouille. Ist in Ordnung. Das machen wir an allen Wachstationen. Ah, nee, das machen wir allgemein, ne? Finde ich gut. Das machen wir mal. Und ja, vielleicht werden wir für Kohle mal das Lager erweitern. 1350, super. Prothesen. Wir arbeiten ja noch an den Automatonen. Deswegen können wir keine Prothesen herstellen. Es geht entweder nur das eine oder das andere. Ich weiß, dass die immer zur Mitte laufen müssen. Warum erzählt ihr mir das? Da werden die... Da holen die ihre Energie her. So. 90%. Okay. Kurzer Check. Haben wir noch irgendwas, was wir sinnvoll verbessern können? Ach so, wenn du einen Kern baust, gehen die dahin. Ah, das war die Information. Ja, aber wir werden jetzt nicht nur für die Automatonen einen Kern bauen. Also dieser minimale Effizienzgewinn ist irrelevant für uns, Leute. Da verbrauchen wir mehr, als wir da gewinnen. So, wir können hier noch Optimierung des Kohleabbaus machen, tatsächlich. 10%, aber brauchen wir das wirklich? Weiß ich nicht. Rationalisierte Prothesen. 5 Stahl weniger. Gott, das nutzt uns ja überhaupt nichts. Da stand am Anfang im Tooltip auch, dass die Wegstrecke keinen negativen Effekt hat. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Warte mal. Das ist tatsächlich noch das Sinnvollste, wenn wir bei diesen Mauerbohrern nochmal aufrüsten. Oh, aber dafür brauchen wir 2. Wenn wir das haben wollen. Oder ist das nur ein Upgrade von dem einen? Ja, ne? Ist nur ein Upgrade, glaube ich, oder? Wenn wir das auf das upgraden? Ah, ja, ja, alles klar. Gut, dann machen wir das. Dann sind wir perfekt mit unseren Dingern. So, Temperatur sinkt. Das müssen wir kurz mal prüfen. Ob wir irgendwo Heizung anstellen müssen. Warum bringt das nichts? Das verstehe ich nicht. Kinderheim. Die Heizung da anzumachen. Komisch, ne? Also bei den ganzen Kinderheimen bringt es nichts. Hier auch nicht. Ach so, die sind nicht aktiv. Ah. Also dann lohnt es sich dann doch insgesamt, die anzumachen. Weil wenn die da hinkommen, dann... Ah, verstehe. Okay. Das gilt dann für alle... Das gilt dann auch für die Sanistation. Da bringt es aber nichts, ne? Die verbrauchen doch aber nur Kohle, wenn die auch aktiv sind, ne? So war es doch, glaube ich. Insofern kann man die anmachen. Okay. Vorratslager gestürmt. Oh, jetzt wird's unangenehm. So, eine Gruppe von verängstigten Einwohnern hat das Vorratslager gestürmt, begonnen, unsere Vorräte zu plündern. Wir konnten sie abwehren, aber sie fordern Holz zum Heizen und zur Verstärkung ihrer Unterkünfte. Wir bräuchten 1360 Holz, um alle zu versorgen. Die brauchen kein Holz, Leute. Wir kümmern uns doch um. Wir haben doch Kohle eingebunkert. Was, sind die bescheuert oder was? Das Blöde ist, dass ich jetzt nicht auf mein Lager zurückgreifen kann. Also wir haben gute Holzvorräte angesammelt.
1360 ist theoretisch denkbar. Ist halt so eine psychologische Sache, um die Leute jetzt ein bisschen zu beruhigen. Eigentlich haben wir das Holz. Kommt, wir gönnen denen das. Wir müssen dann bloß unser... Wir müssen im Holz dann ein bisschen was investieren. Mal sehen, ob wir das überhaupt hinbekommen. Oh Gott, was habe ich getan, Leute? Wir brauchen... Erstmal gucken, das Lager. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Mal sehen. Wo ist denn das Lager? Holz können wir bis 1200 lagern. Das heißt, wir müssen erstmal nochmal ein Lager umwidmen. Dann ist die Frage, ob wir das überhaupt hinbekommen. Weil wir haben ja, wie viele aktive Sägewerke haben wir noch? Der Hobbygeneral. Seid gegrüßt. Wir sind gerade in einer dramatischen Phase. Schön, dass ihr vorbeischaut. Hier haben wir noch 58. Da bringt das auch nichts, wenn ich hier die Vorarbeiter noch ein bisschen anschreie. Wo haben wir noch das andere Sägewerk, Leute? Ich sehe nicht mehr durch. Also, hallo zusammen. Schön, dass ihr reinschneit. Wir sind im Finale von The Frostpunk. Kämpfen hier um unser Überleben. Und helfen mal, Leute. Ich suche das uns jetzt. Haben wir nur noch ein Sägewerk? Wir haben nur noch ein Sägewerk, oder? Shit. Dann haben wir ein Problem. Wir müssen mal hier die Leute motivieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich noch so ein zweites Ding baue, damit wir das schaffen. Ich lasse mir keinen Bart wachsen. Ich hatte schon immer einen Bart. Und der ist manchmal länger und manchmal kürzer. Wir bauen das Ding hier nochmal hin. Und bauen da nochmal eine Straße ran. Puh. Beim ersten Kern ist noch eins. Warte mal. Ach, das Ding, ne? Ah, stimmt. Richtig. Ah, sehr gut. 197. Hier geben wir auch nochmal Essensrationen aus. Und dann hoffe ich, dass wir das hinbekommen. Wie sieht es jetzt aus? Im Moment 416 am Tag. 1360. Eieieiei, mal sehen. Mit dem neuen Ding könnte es vielleicht was werden. Das war von mir vielleicht nicht so clever gemacht. Neuer Automaton. So, okay. Dann setzen wir den hier ein. Das aus. Längere Schichten. Oh ja, stimmt. Längere Schichten, auch noch wichtig. Definitiv. Guter Hinweis. Guter Hinweis. Dann muss ich jetzt nochmal das andere finden. Das könnte auch noch was helfen. Ah, da habe ich mich ein bisschen leiten lassen vom Mob. Das ist immer ein Fehler. So, baut das mal möglichst schnell. Der Automaton ist, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob der insgesamt effizienter ist als die Arbeiter. Habe ich so meine Zweifel. Irgendwas abreißen, ja, nee. Will ich jetzt eigentlich nicht. Ist jetzt schon wieder los. Oh, der nächste Automaton ist da. Das war, glaube ich, der letzte. Verdammt! Irgendwie habe ich mich verrechnet mit den Dampfkernen. Scheiße. Da war... Hä? Wir wollten noch hier ein Upgrade machen. Wir müssen einen Automaton... Wo können wir den wieder deinstallieren? Ich sehe jetzt langsam mehr durch, wo was hier ist, Leute. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie geht das? Arbeiter... Jäger reinholen. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, wir sind an dem Moment, wo man das... Wann kommen die immer? Es ist wann? Drei... Nee, die Nachtschicht können sie doch noch machen, ne? Sie kommen doch immer morgens wieder. Und dann hier. Am Morgen des 39. Tages.
Ah, die steht. Okay. Gut. So. Ach, steht hier irgendwo der neue Automaton rum? Ja, hier steht er. Demontieren. Bau dich mal bitte selbst auseinander. Oh mein Gott, wie traurig ist das denn? Direkt im Schnee versunken. So, und jetzt machen wir nämlich genau ein schönes Upgrade. Warte mal. Wo ist denn hier das Upgrade möglich? Ach, das müssen wir rüberbauen, ne? So war das. Aber das kostet auch wieder Zeit, oder? Ah, wir haben schon 1028. Warte bis zum Schichtende. Ja, ist, glaube ich, ein bisschen zu riskant, jetzt das Upgrade zu machen. Machen wir nicht. So. Den, da brauchen wir eine 3. Die haben wir auch nicht. Das brauchen wir aber jetzt auch nicht mehr. Wir können auch jetzt Optimierung des Kohlebergbaus machen. So, das muss jetzt hier schnell gehen. Maximale Arbeiter. Vorarbeiter motivieren. Bis 20 Uhr arbeiten. Und dann müsste das doch klappen, oder? Bis wann brauchen wir das? Hä? Hat er nicht gesagt 24 Stunden? Da steht jetzt ein Tag und 16 Stunden. Heizung an. Stimmt. ...784 Holz am Tag. Wahnsinn! Panik um nix. Ja, genau. Ja, das schaffen wir noch heute Abend. Das sehe ich doch jetzt schon. Die arbeiten noch bis 20 Uhr. Kohleabbau, Optimierung erforscht. So, was machen wir da als nächstes? Rationalisierung noch weiter. Ja. Und 1000. Ach so, da haben wir jetzt. Ich Idiot, ich habe Holz ausgegeben. Aber gut, wir haben ja noch einen Tag und 12 Stunden. Ah, geil. Um 6 Uhr starten sie ja wieder. Jetzt genau. Oh, nee, ernsthaft, ne? 30 Holz. Fehlen uns. Unglaublich. Unglaublich. Ob ich genug Kohle habe? Ja, wir haben sehr viel Kohle. Wir könnten dann auch nochmal wieder Lager gebrauchen, ne? Und wir können Prothesen jetzt bauen wieder. Komm, noch 10 Prothesen, bitte. Ja, ja, wir halten den Kern auf Vorrat. Ach so. Warum haben wir jetzt schon wieder einen Kern über? Ach so, wir wollten ja das Upgrade bauen. Nein, die Automatone können wir ja so schnell demontieren. Also da braucht man ja jetzt keinen Kern Vorrat, auf Vorrat behalten. Aber das kostet ja auch wieder Holz, ne? Egal. Wir haben ja Zeit. Ein Tag, 7 Stunden. Die haben sich ein bisschen geirrt. Ne, es hat kein Holz gekostet. Sehr gut. Und um 6 Uhr müsste es eigentlich wieder losgehen. Jawohl! Holzvorräte gesichert. Die Hoffnung steigt an. Die Einwohner jubeln, als du das Vorratslager für alle öffnest und sie einen Notfallvorrat Holz. Das ist alles Psychologie, Leute. Die brauchen das gar nicht. Aber Hauptsache so wie mit den Klopapierrollen. Jetzt können sie ihre Häuser verstärken mit Holz heizen, wenn alles andere ausfallen sollte. Die Einwohner fühlen sich durch deine entschlossene Tat ermutigt. Sehr schön. Und jetzt geht's auf minus 80. Das müssen wir jetzt kurz mal prüfen. Was ist denn jetzt hier los? Ah! Die Jäger, die bleiben jetzt zu Hause, weil es eiskalt wird. Ah, ich verstehe. Oh. Okay, und die Kohlemine arbeitet auch nicht mehr. Oder was ist das? Ach so, Lagerkapazität erreicht.
Ist gar nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Lagerkapazität. Ja, wir sind voll. Und Kohle ist auch voll. Okay, alles klar. Gut. So, kurz erstmal checken, wie sieht es jetzt mit der Temperatur aus? Haben wir noch irgendwelche Heizungen ausgeschaltet? Ja, nur bei den Sanitstationen, ne? Alles andere ist an. Und da, wo die Automaten arbeiten. Und die Fabrik, die ist eiskalt. Okay, in der Fabrik können keine Leute mehr arbeiten. So wie es aussieht. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Nee, doch, können. Ist nur noch nicht offen. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Lager. Wobei uns fehlt im Moment Holz. Was kostet nochmal ein Lager? Um noch mehr anzusammeln. Holz, 40 Holz. Na, kommt. Eins geht auf jeden Fall noch. Ja, ich schalte jetzt keine Stufe hoch. Da bin ich jetzt geizig. Jo, Leute. Ich meine, das große Rohstofflager, jetzt haben wir so viel Lager gebaut. Könnte man natürlich auch nochmal machen. ja. Ist vielleicht ein bisschen unsinnig jetzt, aber egal. Machen wir mal hier noch Rohnahrung. Oh! Leichte Frostbeulen. Die ersten Erkrankungen. Interessant. Verlust eines Körperteils. Einer unserer Leute musste sich einer Amputation unterziehen. Durch das Arbeiten in eisigen Temperaturen waren die Frostbeulen so stark ausgeprägt, dass wir keine andere Wahl hatten. Das haben wir doch schon. Pflegeheim pro Ethikgesetz. Haben wir eigentlich schon. Jäger, wurde gesagt, werden automatisch. Gehen nicht zur Arbeit. Warte mal, wo gibt es jetzt hier Probleme? Kinderheim? Oh, hier fehlt tatsächlich. Okay. Die armen Kinder. Tja, gehen wir jetzt nochmal auf Kohle? Ja. Schneeflocken unten frierend. Ich glaube, das war, glaube ich, wegen der Kinder, oder? Wegen des Kinderheims. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Kann ich mir das nicht erklären, was da passiert ist. Warum ist das Sägewerk außer Betrieb? Ach so, weil hier kein Holz mehr ist. Okay, das kann abgebaut werden. Wir haben jetzt nur das eine Ding. Der Mauerbohrer ist eiskalt. Ah, der Mauerbohrer. Trotz Heizung. Okay. Das ist natürlich schlecht. Da ist das Problem. Warum ist der dann wärmer? Was ist denn. Hä? Verstehe ich nicht. Der ist kalt. Wo kommt der Unterschied her? Ach, der ist ausgebaut. Ah, weil der ein Upgrade hat. Ist der wärmer? Ah, verstehe. Tja, Leute, um ehrlich zu sein, werde ich den, glaube ich, dann deaktivieren. Weil ich werde jetzt nicht noch einen Automaton abbauen. Ich denke, einer voll ausgebaut genügt auch. Wir haben ja jetzt keinen Holzbedarf eigentlich mehr. Das ist schon okay so.
So, jetzt ist noch die... Also jetzt mal ernsthaft eine Frage. Da könnt ihr mich jetzt gerne spoilern. Muss ich jetzt per Hand die fliegenden Jäger ausschalten oder fliegen die einfach nicht los? Spoiler ist jetzt erlaubt. Nein, ja, nein. Nein, ja, nein, ja, ja. Ah, ich liebe den. Ich liebe es, Fragen an den Chat zu stellen. Okay. Okay, die gehen in die kalten Jagdhütten. Ah, ich verstehe. Die Idee ist auch nicht schlecht, den einen Wandbohrer abbauen und den anderen auf 3 zu bringen. Das ist auch eine gute Idee. Dazu muss ich natürlich die Forschung auf 3 bringen. Aber die Idee werde ich nochmal einkaufen. Okay, sie sitzen in den Hütten und das ist kalt. Okay, das verstehe ich. Gut. Das heißt, ich muss sie jetzt alle deaktivieren. Toll. Oder lassen wir sie noch einmal fliegen? Nee, ist mir zu riskant. Machen wir nicht. Betrieb stoppen. Kann aber dabei weiterlaufen. Ich muss die Arbeiter abziehen? Ernsthaft? Ich muss jetzt manuell die Arbeiter abziehen? Oh, okay. Ach, die Pfeile kann man nehmen. Na gut. Keine Arbeiter. Keine Arbeiter. Keine Arbeiter. Keine Arbeiter. Arbeiter. Okay, wir haben das Rohstofflager. Jetzt folge ich mal dem Rat und mache den fortschrittlichen und dann bauen wir das andere Ding ab. Das finde ich eine gute Idee. Wenn wir noch die Zeit dafür haben. Die große Urlaubskältesturm kann auch geil sein, ja. So, jetzt bin ich aber nicht ganz durch, ne? Meine Güte, wie viele Hütten haben wir gebaut? Das ist ja unglaublich. Okay. Das war's. Jo. Alle auf 0. Perfekt. So, Leute, jetzt geht's gleich los. Spannung steigt. Ah, wir haben noch hier ein bisschen Potenzial. Aber das brauchen wir im besten Falle für die Kohle. Das ist am Ende egal, solange das wird jetzt leer gezogen werden. Ja. So, 5000 müssten eigentlich reichen, würde ich mal sagen. Neues Lager bauen, wozu? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Höchstens für die Kohle. Ja, weiß nicht. Achso, das Große. Ja, komm, wir können doch mal das Große austesten. Okay, das gebe ich zu. Einfach nur, dass wir es mal gebaut haben. 150 Holz, 75 Stahl. Packen wir das da nochmal hin. Dann sehen wir nochmal, wie es aussieht. Ich kann das abbauen. Stimmt, ich kann schon den einen wieder abbauen. Das ist eine gute Idee. Wo habe ich ihn? Hier. Keine. Und demontieren. Das sind die Prothesen. Wir haben übrigens keine Amputierten mehr. Sehr schön. Hervorragend. Bauen ist vermutlich in der Kälte auch nicht so dolle, ne? Kann ich mir vorstellen.
So, da haben wir das Lager. Oh, wow. Okay, das ist natürlich mega effizient. Nahrung kommt ja eh nicht mehr dazu. Kommt, dann nehmen wir das komplett auf Kohle. So. Die Hölle ist eingefroren. Jetzt geht's gleich los. Der große Sturm. Wir können mal rausgucken. Oh mein Gott. Krankenhaus öffnen. Ah ja, wir haben 18. Stimmt. Da kann man was machen. So. Dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt auf Dampfstufe 4. Ich meine, wozu haben wir die? Oh, und in der Wissenschaft wird es jetzt kalt. Wir forschen jetzt nicht mehr. Eieieiei. Aber das muss noch zu Ende geforscht werden. Ansonsten sieht alles ganz okay aus. Außer was. Ach so, das ist der Dampfmauerbohrer, der ist jetzt auch kalt. Diese Technologie ist jetzt echt wichtig. Die Forscher, die müssen jetzt noch ein bisschen aushalten. Der Sturm erreicht die Stadt. Ein tosender Sturm fegt über die Stadt, der Generator ächzt und knackt unter der Kraft des Windes. Blasse Gesichter wenden sich zu den scheppernden Fenstern, zitternde Lippen sprechen Gebete. Die Kälte wird grausam sein, Jagen ist unmöglich, die Erde in den Treibhäusern wird gefrieren, wir werden mit den Nahrungsmitteln auskommen müssen, die wir gelagert haben. Die Stadt muss überleben. Nee, wir brauchen keine Forschung mehr. Diese paar Stunden müssen die das jetzt nochmal aushalten. Haben wir halt ein paar Kranke jetzt. Wir sind gut auf den kommenden Sturm vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch am Leben bleiben, bis er vorbei ist. Ja, und vor allem die Forscher. 3 Stunden nur noch. Ihr schafft es. 63, 64. Doch, die forschen. Hier ist es auch kalt. Was ist das hier? Ach so, die Fabrik. Ja, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die kann geschlossen werden. Abziehen, keine Heizung, danke. Ist noch irgendwo kalt. Ja, das Ding, das werden wir gleich upgraden. Wenn das noch geht im Winter. Oh mein Gott, das geht jeden Tag eine Stufe weiter runter. Ach du Scheiße, okay. Okay, 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 okay. ja. Das bedeutet, dass wir dann natürlich kein Holz mehr generieren, außer wir ziehen Automaton dahin. Das ist natürlich möglich. Yo. Ja, wir können aus dem Stahlbohrer einen reinnehmen. Aber wir forschen das trotzdem zu Ende. Ich ziehe das jetzt durch. 86, 90. Das wird noch gebaut. So, zack. Und jetzt ist Feierabend mit Forschung. Ausschalten. Ausschalten. Abziehen. Naja, ihr sagt, ich brauche die Heizung nicht ausschalten, mache ich aber trotzdem. Man muss die Heizung ausmachen, wenn man den Raum verlässt. Wenn man das Haus. So, alles klar. So, jetzt noch schnell Neubau. Überbauen. Das stimmt, ich spare auch Kohle dadurch, ist richtig. So, und jetzt müssen 10 tapfere Leute nochmal da rausgehen. Wie sieht denn unsere Kohlebilanz aus? Oh, easy. Achte auf die Hoffnung. Ja, das Problem ist, was können wir da tun? Wir können natürlich hier nochmal Patrouille machen. Es ist aber irgendwie unlogisch, oder? Ja, genau. Es ist der Megasturm. Es wird super kalt. Geht mal auf Patrouille. ja, ich habe das drüber gebaut, das Gebäude. Das habe ich doch die ganze Zeit schon gemacht. Mach doch einen Dampfkern an die Forschungslabors. Warum? Wir brauchen doch keine Forschung mehr. Es ist alles durchgeforscht. Was sollen wir noch erforschen? Ist doch alles gut. Deswegen haben wir doch so geil geforscht.
Panik. Schwere Frostbeulen. Ja, das sind die, die da draußen arbeiten, oder? So, die machen jetzt erstmal weiter. Aber wir werden vermutlich die Automaton dann einsetzen bei der nächsten Stufe. Na? Kriegt ihr auch schon Panik? So, alles gut. Wer weiß? Holz haben wir am wenigsten. Könnte man fragen, wozu brauche ich Stahl? Wir schicken einfach einen Automaton vom Stahl zum Holz. Das ist ein geiler Sound. Ah! Ah, das ist echt gut. Das ist schon sehr, sehr, sehr bedrohlich. Wir haben ja übrigens auch noch den Overdrive, ne? Ich denke... Oh mein Gott, das geht nochmal... Was? Das geht nochmal 3 Stufen runter? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was? Okay. Naja, jetzt können wir nichts mehr machen. Außer vielleicht noch Krankenstation anschauen. Wir haben 3, glaube ich, am Start. Warte mal, sind Leute noch draußen? Zum Pinkeln geht keiner mehr raus. Wir können das noch auf Kohle machen. Aber ich sehe nirgendwo Eis. Also ich glaube, die Leute sind nicht draußen. Ne? Einsturzgefahr. Kohleminenkrise. Sir, einer unserer Ingenieure möchte sich sprechen. Er ist besorgt wegen der Gefahr, die die Kälte für unsere Minen darstellt. Wir tun, was wir können, um die Minen zu beheizen, aber die Luft, die wir in die Schächte pumpen, ist jetzt so kalt, dass die hydraulischen Deckenstützen allmählich einfrieren. Wenn das passiert, werden die Tunnel einstürzen. Ach du Scheiße. Ja gut, Kohle haben wir möglicherweise genug, ich weiß es nicht. Jetzt kommen die ganzen Kohle-Fanatiker. Die Musik soll ja auch noch lauter stellen. Ich finde die Musik gar nicht so dran. Also ich finde die Soundeffekte viel cooler. Was soll ich jetzt mit dem Krankenhaus? Leute, wir müssen die Sanitätsstation nochmal wieder in Gang bringen. Ich stelle gleich die nächste nochmal sicherheitshalber an. Achso, es könnte natürlich sein, ja, okay, jetzt wo es richtig krass wird, könnte natürlich ein Krankenhaus noch helfen. Ich gebe es zu, Krankenhaus ist vielleicht keine schlechte Idee. Wollen wir das noch bauen? Vielleicht hilft uns das noch. Vielleicht retten wir damit noch irgendwie ein. Ist jetzt ein bisschen spät zu bauen. Ach, die brauchen Dampfkern, Krankenhaus. Ah, das haben wir gar nicht erforscht. Vergesst es, Leute. Vergesst es. Krankenhaus brauchen wir nicht. Ich habe nie was von Krankenhaus geredet. Wir brauchen nach und nach wieder die Krankenstation. Aber immerhin, die Nahrung reicht. So, jetzt geht's auf minus 100. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt so kalt werden könnte. Die Hölle ist eingefroren.
Okay, in den Häusern wird es jetzt kühl. Alter, okay, das habe ich nicht erwartet, dass es so kalt wird. Warte mal. Man könnte jetzt natürlich notfallmäßig... Wir könnten... Hier wird es schon zu kalt. Gefängnis. Da braucht auch keine Arbeiten. Gefängnis brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir könnten natürlich Folgendes machen. Wir könnten noch einen Dampf... Ja, guck mal hier. Die können jetzt auch nicht mehr arbeiten. Eigentlich wollte ich ja einen Automaton vom Stahl dahin bringen. Wir könnten aber natürlich mit einem abgebauten Automaton noch einen Dampfkern bauen bei der Forschung und uns noch schnell ein Krankenhaus erforschen. Ist vielleicht keine schlechte Idee, oder? So, ich würde sagen, wir machen das mal. Wir suchen mal, was ist denn hier? So, das Gefängnis ja eigentlich aus. Klingt nach viel Aufwand. Ja, aber ich habe Angst. Also, das Problem ist, die ganzen Leute, also wir, wenn das hier auf minus 160, minus 100, ja, minus 150 geht, da werden doch alle krank. Und da brauchen wir halt ein effizientes Krankensystem. Oder ich baue ein Stahlwerk ab. Das ist auch eine gute Idee, ja. Da gewinnen wir dann ein Automaton und einen Dampfkern. Ja, das ist eine gute Idee. Und da behalten wir einfach ein Stahlwerk. Ja, finde ich gut. Wir bauen Stahlwerk ab. Automaton hat Feierabend. Das Ding wird ausgeschaltet bzw. abgebaut. Ach, das Stahlwerk hat keinen Dampfkern. Oh, okay, dann war das natürlich bescheuert. Stopp, wieder rückgängig. Dann schalten wir es einfach nur aus. Wo ist denn der dazugehörige? Den baue ich aber ein, demontiere ich, ja. Ja gut, aber bis es da bei minus 150 ist, dauert es ja noch ein bisschen. Bis dahin retten wir noch Leben. Also pass auf, einen demontieren wir und den anderen schicken wir woanders hin. Nämlich erstmal nochmal zum Holz. So, wo ist das Holz jetzt? Ich sehe nicht mehr durch. Hier. Einen dahin. So, alles klar. Jetzt haben wir einen Dampfkern mehr. Jetzt bauen wir mal ganz schnell... Bauen wir mal ganz schnell noch ein Dampfzentrum. Hier. Kann da überhaupt gebaut werden bei den Temperaturen? Ja, ne? Die Minen frieren ein. So, es ist so kalt, dass die hydraulischen Deckenstützen in unseren Kohleminen ausfallen. Wenn die Tunnel einstürzen, werden die unteren Ebenen abgeschnitten. Wir sollten sie entweder verlassen oder freiwillig hinschicken, um die Stützen zu ersetzen, aber das ist extrem gefährlich. Hm. 80%. Das ist jetzt ein Problem, ne? Ich meinte, wir haben eigentlich genug Kohle, oder? Wir haben viel Kohle. Reicht das? Wir kriegen noch 20% dazu. Also ich würde sagen, auch es reicht. 17.000. Naja, 5 Tage. Obwohl, nee, wir produzieren ja noch. Das ist ja nur, wenn jetzt gar nichts mehr käme. Und wir werden aber jetzt ein bisschen mehr verbrauchen, aber den werden wir gleich wieder ausmachen. Das ist nur für die Zeit, die für die Forschung brauchen. Okay, das Ding wird wieder eingestellt. Leute, Forscher rein da bitte. An, Heizung an,
Heizung an. Heizung an. An Max. So, Forschung auswählen. Krankenhaus. Ach, das braucht auch einen Dampfkern. Ach du Scheiße. Na gut, den kriegen wir ja da wieder raus. Das muss tatsächlich nur von 6 bis 20 Uhr laufen. Ja, stimmt. Und vielleicht reicht ein kleiner Wärmebereich. Gucken wir mal. Ja, reicht auch ein kleiner Wärmebereich. Okay. Ach so, Dampfzentren kosten keine Kerne. Ah, ich dachte, die würden kosten. Na gut, dann haben wir einen über für ein Krankenhaus. Das geht ja wirklich schnell eigentlich. Schwere Frostbeulen, aber haben wir noch irgendwo Leute draußen? Das Sägewerk ist außer Betrieb. Kann auch ausgeschaltet werden. Den wollte ich dahin schicken. Das Gefängnis. Mich nervt, dass das immer noch angezeigt wird, obwohl ich schon ausgeschaltet habe. Krankenhaus ist erforscht. Okay. Pass auf, dann bauen wir jetzt nochmal schnell ein Krankenhaus. Haben wir hier noch eine Wärmezone? Ja. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass wir hier nicht alles versucht haben, damit es unseren Leuten so gut wie möglich geht. So, wir können die Wachstation auch nochmal hier auf Rundgang schicken. Und ja, ist die Frage, ob wir nochmal weiter forschen, weil Krankenhaus gab es ja hier noch was, ne? 15% schnellere Heilung, weniger Leute, das ist irrelevant. Wir forschen das nochmal zu Ende. Ingenieure rein, Heizung an. Hier ist es ja richtig kuschelig warm. Meine Güte, im Krankenhaus ist der beste Ort. Wie sieht's aus mit der Kohle? Ach. Eieieiei. Eieieiei. Das Dampfzentrum sollten wir vielleicht jetzt wieder ausschalten, oder? Na gut, wir haben die Forschung noch laufen. Obwohl, stimmt, das hält länger. Warte mal, wir haben einen Nettoverlust von 1500 und wir haben 16.000. 10 Tage, easy. Easy going, Leute. Kein Thema. Kein Thema. Alles gut. Wir können uns zurücklehnen. Ja, unten, das ist eine falsche Angabe. Das ist, wenn wir ab sofort nichts mehr produzieren würden. Angst vor Kohleknappheit. Sir, der Ertrag unserer Kohlemine ist so stark gesunken, dass die Leute Angst haben, wir könnten während des Sturms erfrieren. Ihr müsst doch nur rechnen, Leute. Was? Zwei Kohlegeneratoren? Wir schaffen es trotzdem. Die können nicht rechnen. Die brauchen einen Taschenrechner, um 5 durch 2 zu rechnen. Lächerlich. Die sollen mal Vertrauen haben in den Captain.
Also Krankenstand steigt ein bisschen an. Der Overdrive braucht gar nichts mehr. Damit könnte man noch Kohle sparen, aber das haben wir nicht nötig. Kann es sein, dass Gefangene im Gefängnis sind? Nein. Also warte mal, wir haben ziemlich viel Kranke. Ich glaube, wir müssen unsere ganzen Stationen jetzt hier in Gang bringen, glaube ich. Schalten wir auch noch an, da brauchen wir auch nicht mehr nachdenken. Nahrung hält. Jetzt geht's nochmal 10 Grad runter. Also am besten läuft es in den Sanitätsstationen, im Krankenhaus und der Rest ist richtig beschissen. Kalt. Ja gut. Der Krankenstand wird krass zunehmen. Also ohne Tote wird das nicht abgehen, aber ja gut. Es ist halt Krise. Kohlediebstahl. Sir, jemand hat 1527... Was? Aus dem Vorratslager gestohlen? Anscheinend glauben nicht alle unseren Einwohnern Beteuerung. Leute! Nehmt doch mal Taschenrechner zur Hand, dass unsere Vorräte ausreichen werden. Manchmal lassen sich die Leute von Egoismus und einfach von Angst leiten. Ab nun Überlänge, okay. Ja, wir verfolgen die. Ist ja jetzt in der Kälte ein bisschen schwierig. Aber mal gucken. So, hat sich irgendwas verändert? Nee. Wir forschen ja immer noch, ne? Beim Overdrive steigt der Verbrauch gar nicht. Ich wiederhole nochmal. Gar nicht. So, Krankenhäuser heilen schneller. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, Mechanisierung. Leute sind irrelevant. Wollen wir Forschung aufhören? Wir könnten natürlich hier noch medizinische Automatone. Aber die Krankenhäuser sind die wärmsten Orte. Also wenn, dann weiß ich auch nicht. Wir brauchen nichts mehr. Kohlemeiner? Nee. Doch, es kostet was. Es kostet Kohle. Durchs Dampfzentrum. Also, jetzt mal ernsthaft. Wir rechnen nochmal gemeinsam, ne? Wir haben jetzt eine Differenz von 1700, die wir am Tag verlieren. Ja, wir wissen natürlich nicht, wann es wieder besser wird. Bei 14.000, wie viel halten wir durch? 14.000 durch 1700. 8,2 Tage. 1, 2, 3. Ja, das ist okay. Wenn wir den jetzt noch abschalten, wir beenden jetzt die Forschung, Leute. Das Ganze wird jetzt gleich noch ein bisschen effizienter. Ich glaube, wenn ich ausmache, gehen die Leute auch nach Hause. Ne? Habt ihr zwar vorhin anders gesagt, ich probiere es mal aus. Das machen wir aus. Und jetzt, wie ist jetzt die Bilanz? Ja, besser. Damit halten wir direkt noch einen Tag mehr durch. Bei den Jägern ist es anders, okay?
Das ist bei den Jägern ein Bug, alles klar. Ja, Leute, nicht spoilern. Ganz wichtig. Der Overdrive steigt nochmal um 2 Stufen die Temperaturen. Das hält er aber auch nur einen Tag durch. Die Frage ist, ob wir das jetzt einmal machen. Ihn dann abkühlen lassen. Nee, ich denke, das werden wir machen, wenn es richtig runtergeht. Wie, einer hat kein Haus. Hä? Was ist denn das für ein Penner? Haben die sich vermehrt oder was? Müssen wir jetzt noch ein Haus bauen? Ein Kind wurde erwachsen. Ernsthaft? Werden Kinder erwachsen in diesem Spiel? Okay, warte mal. Wir haben noch, glaube ich, ein bisschen Platz am Brenner. Wir können noch ein Haus bauen, aber ich finde hier nicht mehr. Wo sind die Dinger? Da. Da. Der wird eh gleich ins Hospital kommen. Nee, Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Wir bauen noch ein Haus. So, können wir hier nochmal eine extra Runde machen? Gleich. Wir werden ja sehen, wenn es hier runter geht, dann haben wir es geschafft. Oh, scheiße. Leute, der Krankenstand geht aber eklatant nach oben. Und wir sind ja noch nicht mal bei 150 Grad. Wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen noch mehr... Ja, die Frage ist... Wollen wir noch einen Automaton abbauen und ein Krankenhaus bauen? Das ist das Wärmste. Und dann mit dem Rest noch... Ja, Overdrive mache ich, wenn es auf 150 geht. Ich glaube, wir bauen noch einen Automaton ab. Und zwar den, der beim Holz arbeitet. Weil wir brauchen ganz offensichtlich kein Holz mehr jetzt im Moment. Bei Kohle ist ja natürlich noch wichtig, ne? Kann ich den irgendwie anklicken? Automaton? Kann man da raus irgendwie? Ist der da oben? Warte mal, es geht mir zu lange. Ich baue schon mal ein kleines Ding hier. Platz haben wir hoffentlich für beides noch. Na, es wird langsam knapp, ehrlich gesagt. Ich glaube, da passt nur noch eine Krankenstation hin. Okay. Ja, dann kann ich jetzt erstmal nichts bauen. Mal gucken. Aha, ausstellen und dann den Automaten. Ja, das ist eine gute Idee. Warum ist denn da der Heizkörper noch an? Oh mein Gott, was für eine Kohleverschwendung. Jetzt kommt er raus. So, bitte demontieren. Damit haben wir den schon. Und dann können wir das Krankenhaus bauen. So. Ach, jedes Mal, ey. Jedes Mal suche ich die Stelle. Hier. Da haben wir noch Platz. Mehr Platz haben wir leider nicht. Ich check nochmal ganz kurz als letzte Position. Hier den. Ob da noch irgendwas geht am Rand. Ja, tatsächlich. Einer geht hier auch noch. Das war's. Ach, das Sägewerk. Guter Hinweis. Dieses verdammte Sägewerk, was hier noch in der Mitte steht.
Das ist richtig. Das kann auch noch abgebrochen werden. Oh mein Gott. Jetzt wird's scheiße. Okay, jetzt wird hier nicht mehr gearbeitet im Kinderheim. Oh mein Gott. Unter den Häusern wird es jetzt sehr kalt. Ja, den Overdrive wollte ich doch anmachen, wenn wir die krasseste Stufe haben. Obwohl, vielleicht machen wir jetzt den Overdrive, lassen ihn einmal abkühlen und machen... Ja, das ist aber auch hart, ne? Bohrer abbauen, wenn nicht produziert wird. Na. Dann sind schon alle erfroren. Das ist natürlich ein Augenargument. Okay, wir schalten mal den Overdrive an. Dass wir ihn in der Phase zumindest zweimal aktivieren können. Dunkelheit vor dem Morgen. Sir, einer unserer Ingenieure kam leichenblass hier hereingestürzt und will Sie sehen. Ich habe mit den neuen Daten Berechnungen angestellt. Der Sturm wird nach ein paar Tagen vorüber sein, aber die Temperatur wird direkt vor seinem Abflauen dramatisch sinken. Nichts kann uns vor solcher Kälte schützen. Panik breitet sich aus und die Einwohner verlieren jede Hoffnung. Wir müssen stark bleiben. Naja, wir müssen die Krankenhäuser entlasten. Die Hoffnung geht runter. Ihr habt schon recht. Was ist hier für eine Info? Was will er mir damit sagen? Max an. Ach so, das ist einfach... Die brauchen Arbeiter. Ja, danke für die Info. Alles gut? So. Also Kohle ist wichtig. Die Idee war, dass wir komplett das Holzdeck abbauen, um 3 weitere Kerne zu bekommen, um noch ein Krankenhaus zu bauen. Ich meinte, es wird nicht mehr gearbeitet. Holz haben wir genug. Wir brauchen auch kein Holz mehr. Die Forschungslabore abbauen. Haben die Forschungslabore Kerne gebraucht? Jetzt mal ernsthaft, die haben doch keine Kerne gebraucht, oder? Nee. Ach so, wenn ich den Dampfkern anschalte, dann Krankenhäuser hier bauen. Ah, ja. Ja. Ah, da ist eine Sonne. Was soll das denn heißen? Ja, aber die Temperatur sinkt. Triage wäre auch eine Möglichkeit, ja. Das ist natürlich jetzt die Frage mit der Kohle, ne? Wie weit sind wir jetzt hier? Wir haben jetzt eine Differenz von 1600. Vorhin waren es 1700. Ja, los, wir machen den Abbau. Wir machen den Abbau. Ich meine, das verbraucht natürlich auch nochmal mehr durch die Heizung. Aber die Krankenhäuser, wir müssen so viel wie möglich Menschen retten. Also weg damit. Kompletter Abbau. 3 Dampfkerne sind 3 Krankenhäuser. Das ist viel. Wenn ich abbaute, arbeiten viele in Kälte. Ja, komm, das müssen Sie mal ertragen. Es geht hier um Krankenhäuser. So. Dann. Aufbau. 1, 2. Sind die in dem Bereich drin? Das ist die große Frage, ne? Schalt mal ein, das da ganze Ding. Ich weiß nicht, ob wenn ich den Weg verlege, ob das noch Teil des Ganzen ist. Kann man die Wege auch kaputt machen? Straße abbauen, ja, geht. Ne, ist nicht mehr. Querbauen.
die, ach, man kann die auch, warte mal, ja, das ist vielleicht nochmal eine Idee, wenn ich die anders baue. Nee, die haben den identischen Grundriss. Nee, das passt so nicht. Das passt so nicht. Man könnte das Ding aber wegnehmen vielleicht und das noch ein bisschen mehr optimieren. Ja, pass mal auf. Wir machen es jetzt mal richtig genau. Wir werden das auch demontieren und werden das Krankenhaus hier dahin bauen und dann passt es. Dann kriegen wir da drei hin. So. Und dann geht's. Der Dampfkern hat schon die maximale Reichweite. Nein, hat er nicht. Oh, ich bin ja ein Idiot. Der war auf minimal. Okay, dann war die ganze Mühe umsonst. Egal. Jetzt haben wir es so gemacht. So einfach wäre die Lösung gewesen. So, das ziehen wir nochmal weg. Drittes Krankenhaus daneben. Arbeitsverweigerung. Die Zeit muss ich noch ändern, ja. Zu einer Gruppe von Einwohnern, die in diesem Arbeitsplatz Wachstation eingeteilt ist, hat heute die Arbeit verweigert. Sie sagen, sie wollen ihre letzte Stunde mit ihren Familien verbringen. Ja. In Ordnung, kein Problem. Wachstationen sind jetzt auch nicht so wichtig in dieser Situation. Maximum hoch. Und hier wieder 24 Stunden an. Ganz wichtig. Okay. Gut. Das bringt uns, glaube ich, was. Wir schicken die trotzdem raus. 73. Sieht doch gut aus. Overdrive. Ich würde sagen, wir schalten den jetzt erstmal aus wieder. Und schalten ihn wieder an, wenn es richtig losgeht. Die Wege optimieren zu den Krankenhäusern. Sollte man das vielleicht noch? Ja, vielleicht habt ihr recht. Damit die Leute schneller dahin kommen, weniger durch die Kälte gehen müssen. Ich weiß nicht, ob das eine Relevanz hat, aber wir machen es. Die Frage ist, wenn das jetzt hier nicht arbeitet, ne, dann sind auch keine Kinder da. Ja, okay, alles gut. Ja, die Forschung kann man noch abbauen, aber es nützt uns doch nichts, die Forschung abzubauen. Wir haben ja keine Dampfkerne mehr. Oh, wir gehen hoch auf 90. Ja, durch den Overdrive jetzt, ne? Ja. Die Patrouille habe ich gerade gestartet. Die kann ich nicht mehr starten. Aber ich will mir die letzte Power für diese... Wird es dann wirklich wärmer? Was ist denn das für ein Scheiß? Panik breitet sich aus. Sir, nochmal Einwohner haben ihre Arbeitsplätze verlassen, sind völlig verängstigt. Viele von ihnen glauben nicht, dass wir es schaffen. Dieses Mal haben sich sämtliche Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz der Wachstation geweigert, an die Arbeit zu gehen. Tja, Leute, Wachstationen sind nicht super wichtig, aber auch nicht ganz unwichtig. Die Effizienz für Hoffnung zu sorgen ist natürlich wichtig. Ich werde die jetzt mal zwingen. Ja, obwohl, es ist noch lange hin, bis sie überhaupt wieder arbeiten können. Wunder geschehen. Sir, es ist ein Wunder. Der Mann, der auf der Suche nach seiner Tochter gegangen war, ist zurück. Und er hat sie mitgebracht. Er sagt, er fand sie schon kurz nach seinem Aufbruch. Aber dann verirrten sie sich und mussten warten, bis der Schneesturm abflaute und sie den Rückweg finden konnten. Sie sind beide erschöpft und unterkühlt, aber sehr glücklich. Großartig. Ich hoffe, das steigert jetzt die Hoffnung. Leute. Wenn ich jetzt den... Ja, ist die Frage, wird es bei der Sonne jetzt dann warm oder nicht? Ja, ich schmeiß ihn erstmal wieder an. Panik breitet sich aus. Speisehaus.
Speisehaus ist tatsächlich nicht ganz so wichtig. Wir haben genug. Lass sie zu Hause bleiben. Also es kommt hier kein Wärmesymbol. Insofern gehe ich davon aus, dass wir die Sonne einfach... Dass die Sonne vielleicht die Rettung ist. Ey, wir haben überhaupt keine Kranken mehr. Wir sind gut dabei. Wir können Patrouille wieder rausschicken. Overdrive. Angst vor dem Sturm, die Arbeit ruht. Sir, die meisten unserer Einwohner haben ihre Arbeitsplätze verlassen, um zu Hause bei den Familien zu sein. Nur die medizinischen Einrichtungen sind noch in Betrieb. Die Stadt hält den Atem an und wartet auf den ungewissen Ausgang der Ereignisse. Wir müssen stark bleiben. In der Tat. Schlecht. Jetzt wird's... Okay, Leute. Jetzt geht's auf 150. Der Overdrive bleibt an. Jetzt wird's richtig kalt. Jetzt wird's richtig schlimm. Ja, und wie lange müssen wir jetzt durchhalten? Doch nicht 3 Tage, ne? Bestimmt bis zur Sonne. Bestimmt nur so 2-3 Stunden, oder? Bis zum Morgengrauen. Leute, das werden wir jetzt mal genießen. Ich gieße mir noch einen Anjok ein. Auf die Wärmeübersicht sollten wir gar nicht gucken. Das ist zu frustrierend. Leute, nicht spoilern. So sieht's aus. Einzig in den Krankenhäusern geht es noch. Warum ist es so schwer, einfach mal die Spannung zu halten für die Leute, die es noch nicht kennen? Unbegreiflich. So, 4.30 Uhr. Was meint ihr? 8 Uhr? Das ist frustrierend. Vielleicht bis 8 Uhr. Gutes Essen kann ich noch ausgeben. Oh ja. Oh, warte, warte, warte. Das ist eine gute Idee. Wir müssen irgendwo eine Küche finden. Das ist eine gute Idee. Wir haben Essen ohne Ende. Das ist Vorratslager. Vor allem die Küche. Kommt, Leute. Es gibt leckeres Essen. Kommt raus in die Kälte. Kommt in den Speiseraum. Froster. So, das wollen wir jetzt zelebrieren hier. Henkers Mahlzeit. Außer Betrieb. Achso, es ist alles außer Betrieb. Ah, krass. Wirklich nur die Krankenstationen arbeiten noch. 6 Uhr. Ich tippe ja bis 8 Uhr, ne? 6.30 Uhr. frierende Menschen. 100 Behandlungen. 22 krank, die nicht in Behandlung sind. Die Suppe ist fertig, ihr könnt jetzt lutschen. Oh mein Gott. 666 Einwohner, ja. Wir können gar nicht ins Umland gehen. Der Sturm endet! Der Wind legt sich und die Temperatur steigt endlich wieder an. Eine gespenstische Stille senkt sich über die Stadt. Oh mein Gott. Ernsthaft? Overdrive aus. Das wäre jetzt geil, wenn wir noch so explodierenden Overdrive haben. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den letzten Schlag überlebt. Wir werden weiterleben. Wir haben überlebt. Wir haben es geschafft. Großartig. Ist das unser Aufbau gewesen? Ah, wie geil. Wir gründeten eine kleine Gesellschaft. Einige Flüchtlinge. 80 Leute. Keine Nahrungsmittel. Alte Gewohnheiten.
entschlossen wir uns, unseren Gürtel enger zu schnallen. Wässrige Suppe wurde zu unserer Hauptmahlzeit. Und jeder Tag war ein Kampf. Also lernten wir, uns anzupassen. Gefängnisse, aufmerksame Wachen, Arbeitskontrollen, Morgenversammlungen. Das war's aber auch, Leute. Wir sind eine gute Gesellschaft geblieben. Aber ich glaube, wir sind noch nicht zu weit gegangen. Yeah! Das ist das Wichtigste. Ordnung gab uns Stärke, wir überlebten. ...663 Leute. Neu-London. Minus 30 Grad. War das der Anfang? Nee, das Ende. Okay. Ja, cool. Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne noch geschaut, aber sag mal, ich glaube, wir hatten keinen Toten, oder? Fühlt sich gut an. Wir hatten keinen Toten, glaube ich. Und es hat funktioniert, ohne in die ganz autoritäre Schiene abzurutschen. Ha, schön.